White Russian, weil es nicht schön macht. Oder weil es schön machen sollte, aber nicht tut. Und überhaupt alles ist scheiße mit Dreck hier. Kann's euch gerade mal sagen. Seit dem 1.7. haben wir nicht mehr gespielt. Und Flummi und Trolli wollen gar nicht mehr mit mir spielen. Und ich bin ganz traurig. Und deswegen ist mir jetzt auch kein besseres Intro eingefallen. Das ist auch alles scheiße. 15.7. heute. Das heißt, morgen werdet ihr diese Folge hören, in dem den Geschwafels, den ich jetzt gerade von mir gebe, den könnt ihr jetzt wahrscheinlich gerade hören, wobei wahrscheinlich schon ein anderer Tag ist, weil kann ja nicht sein, dass ich es jetzt gleich hochlade. Bäh, nichtsdestotrotz, was ist passiert? Ja, die Damen haben ihren Plan komplettiert, zusammen mit Vicky geht's jetzt gerade los in den District 11 oder District 9, ne, District 9 war ein Film, darf ich gar nicht sagen, glaube ich, ne? Hahaha. Hat gar nichts dazu zu tun mit irgendwelchen Filmen von irgendwelchen berühmten Machern, von irgendwelchen berühmten Büchern, von irgendwelchen berühmten Schriftstellern. Also, in den District 11, na, am Teufelswald, da geht's hin. Wer aufgepasst hat, merkt, dass ich irgendwas wieder mein Mikro umgestellt habe. Nein, es ist kein neues Mikrofon. Ich habe es mir jetzt doch nochmal verkniffen, weil ich irgendwie mit rumgespielt habe, rausgefunden habe und jetzt so viel klüger bin und mich so viel mit besser auskenne. Oder einfach die ganze Zeit saudumm war, wie ich es eingestellt habe. Jedenfalls ist das jetzt Matter of Fact. Ich halte es auch kurz. Die Damen, wie gesagt, befinden sich gerade in der Einfahrt zum District 11, nahe am Teufelswald, und werden jetzt den Bruch veranstalten. Wie das Ganze stattfindet und was passiert, das könnt ihr jetzt hören in der Episode 3, Session 18. Mein Gott, habe ich wieder einen Sprachfehler. Viel Spaß, tschüss. Gut, wir fahren ins Gebiet. Ihr fahrt in das Gebiet rein. Es ist sehr ruhig. Ihr habt einen guten Zeitpunkt gewählt. Ihr kommt da ohne Probleme hin. Vicky, ja, wird dann irgendwann langsamer, als ihr zum Ort des Geschehens kommt. Ihr seht keine Trollen. Ihr kommt aber auch von hinten. Die ist ja vorn, höchstwahrscheinlich. Am Kacken nochmal, vielleicht. Ja, hoffentlich. Ganz kurz nochmal zum Recap. Ich habe jetzt nichts Besonderes noch bei ihr auf dem Comlink gesehen. Ne? Also sprich, sie war nicht irgendwie am merkwürdige Sachen machen. Nein. Wie was? Sie hat nichts Komisches gemacht. Okay, gut. Scheiße, ich muss nochmal kurz hochladen. Co-Sketch hat das Bild weggemacht, das Schwein. Ah, ich muss refreshen. Okay. Gut, momentan sind wir nur zwei. Genau, ihr kommt da an, Vicky wird langsamer, dreht sich nochmal um. Was war genau, wichtigste Regel, nicht gierig werden. Ansonsten geht er los, der Peter. Sie hält dann direkt daneben an, Türen auf. Ja, dann raus, ja. Jojo. Jojo huscht sich, guckt sich nochmal um, huscht dann raus, hat im Auto schon aussortiert, was sie jetzt braucht und was nicht. Stopp! Was? Stopp, bevor du springst. Stopp. Ich muss die Kameras hacken. Gut. Okay, hallo? Das wird ja schon passiert sein. Das habe ich auch vergessen, bevor ihr dort wart, ne? Ja, ich habe ja gesagt, quasi ankommen. Auf den letzten Metern wollte ich VR gehen und die Kameras durchhacken. Also, okay. Nichts zu tun. Warte, ja, dann geht's los. Also, einloggen kannst du dich ja, wie gesagt, mit der alten ID. Pam. Für die Kameras brauchst du. Was willst du genau machen dann mit den Kameras? Eine Endlosschleife legen. Endlosschleife, sehr gut. Also wenn nur eine oder mehrere? Wenn man jetzt quasi gerade sieht, dass die Makarov gerade nicht im Hof ist und nichts Besonderes passiert, ich gucke mir jetzt, sagen wir mal, einfach 15 Sekunden vom Feed gucke ich mir an. Wenn da nichts Besonderes passiert, dann nehme ich den als Endlosschleife. Also Shadowrun Standard. Eine oder alle? Oder mehrere? Alle. Ich möchte alles. Alle! Gut. Sekunde. Und eigentlich möchte ich ja eigentlich gerne einen administrativen Account haben, da jetzt auf dem Host. Ist ein administrativ? Okay. Ich möchte ja auch sehen, wann Alarm losgeht. Brauchst du 2 Marks. Und die Kameras schenke ich dir dann, wenn du die hast. Okay. Du befindest dich quasi schon in der Bibliothek, bist aber das Icon wird ja sogar aufgezwungen, ein ganz normaler Bibliotheksbesucher mit einem Besucherausweis und hast quasi das Recht, dir Bücher anzusehen und wieder zurückzustellen und so weiter. Mhm. Ansonsten entspricht die Umgebung dem, das du schon kennst. Und die Bibliothekarin ist wieder da. Natürlich ist sie wieder da. Mit ihrem Dutt. Mit ihrem Dutt, Junge. Okay. Ah, warte, dir fällt eins auf.
Offenbar wurde nach deinem Hacking-Angriff die Firewall hochgesetzt, zulasten der Prozessorgeschwindigkeit. Allerdings hat man das wohl wieder rückgängig gemacht, weil es für die Arbeit nicht so sonderlich gut war. War gut, einen Monat zu warten. Schön. Irgend durch Perception jetzt, also Matrix Perception, irgendwelche Weak Spots mache ich jetzt nicht direkt aus. Im System an sich, weil ich bin jetzt drin, ich kann mich jetzt mit Ruhe umgucken, dass es quasi in der Bibliothek irgendwelche Blindspots gibt, die mich in den Bereich des Admins bringen würden, die die Bibliothekarin nicht sieht. Mach mal Matrix-Wahrnehmung bitte. Plus VR oder AR? Ich bin VR. Dann wie immer plus 4. Das hat man gesagt, Matrix Perception hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Was Computer meinst du? Intuition, das müssten insgesamt 11 Würfel sein. Weil VR, ne? Computer plus Intuition. 7, ja, 9. Zwei Erfolge. Nee, dir Kann ich fällt noch mal nichts auf. kurz über eine Übersicht haben über meine Edge-Anzahl momentan, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie viel Edge ich noch hatte. Eins. Ne. Also mindestens zwei. Hast eins wiederbekommen, das weiß ich noch. Ich weiß nicht genau, wie viel du ausgegeben hattest. Ich hatte am 23. Abend Du zwei hattest Edge. irgendwann gar nichts mehr. Du müsstest wieder zwei haben, weil du welche Ah, du zurückgekriegt hast hast. zweimal zurückbekommen? Ja, Richtig, okay, dann. er hat einmal wegen eines guten Witzes Edge zurückgekriegt. Und nochmal wegen was Zusätzlich zu anderem. mir. Ah ja, genau. Ich erinnere mich so einigermaßen daran, was da war. Alles klar, dann hast du zwei Edge. Jo. Gut. Nee, gut, dann, wenn ich nichts feststelle. Nicht in der Zeit, da Dann. müsstest du vermutlich relativ lange in dem System rumhocken. Okay. Jetzt muss ich überlegen, wie ich am besten an die Sache rangehe. Mir einen Zugang beschaffe. Die Bibliothekarin hält den Admin Zugang, ne? Nö, die Bibliothekarin ist ein Analyse-Sprite, das halt guckt, wer da rumhängt, was der Sprite? macht, ob das nicht, Alter. IC. Übrigens ist der Name Ice total behindert, also IC. Und die guckt halt, ob das, was die Leute da machen, legit ist und guckt nach Icons, die sich verstecken, so wie dir, aber die wird dich nicht sehen. Gut, und wie sieht der Zugang zum Admin-Bereich aus? Ah, der Admin ist. Das ist der Verwalter der Bibliothek. Der hat ein extra kleines Büro irgendwo im oberen Stockwerk der Bibliothek. Und davor ist halt eine fette Tür mit einem dicken Schloss. Jetzt, das Schloss müsste ich dann quasi aufmatrixen. Auf Matrixen, genau. Aufcracken. Beziehungsweise sleazen. Sleazy, sleazy, ja. Dann, ja, sleaze ich das Bastardos. Jetzt doch Na, Hack einfach on the mal. fly, wie immer. Du Hier. kannst natürlich, wenn du möchtest, versuchen, mit 2 Marks auf einmal ranzugehen, aber ich glaube, das sind minus 3 Nee. oder sowas in der Richtung oder minus 4. Ja. Minus 4, glaube ich sogar. Wäre mir jetzt, glaube ich, zu viel. Zumal er Meinst du? Gegenprobe machen darf, der Gute. Richtig, der Gude. Der Gute, also ein Hacking, Logic ist 4 und Cracking ist 4. Das heißt 8 Würfelchen, weil Matrix VR ist 10. Aber nichts, weil Technomancer oder so, ne? Weil du Nö. immer sagst, ne, Technomancer. Das ist nur bei Analyse. Bei allen Okay. Matrix-Wahrnehmungen ist das. Okay, also 10. 6 Erfolge präsentiere ich dir hiermit. Junge, Junge, Junge. Da hatte ich ja fast eine Chance. Alles klar, du besitzt einen Mark. Das heißt, du hast die Tür aufgemacht und bist drin. Allerdings hat er, um verwaltungstechnisch aktiv sein zu können, noch so ein paar Aktenschränke, wo du quasi dann noch ein paar Passwörter und dergleichen hast und ein paar Standardanreden für seine Angestellten. Das ist dann quasi das zweite Mark. Okay, dann gibt's jetzt gleich noch einen hinterher, den ich brauche. Ah, oh, wünsche mir Glück. Oh shit, zwei. Möchte ich etchen. Den möchte ich etchen. Hatte ich doch Junge, gesagt, Junge, bevor du Junge, da gewürfelt hatte ich hast. auch mal einen guten Wurf. Jo, darf ich alle Nicht-Erfolge nachwürfeln, ne? Ja. Jo, also 8. Oh, fuck it. Oh, nee. Das ist deine Nemesis, das Ding, Alter. Ohne Scheiß. Ah. Ja. Ein gar prächtiger Alarm wird ausgelöst im System. Die Bibliothekarin rennt wie wild geworden herum. Wenn du das verkackst, kriegt das Ding ja einen Mark auf dir und sucht dich, weil sie muss dich erstmal finden, um dich zu identifizieren. Ich Ich möchte habe das Mark gelernt. entfernen.
Du möchtest das Mark entfernen. Erase, wo ist denn das? Warte mal. Erase Mark. Erase Mark. Computer und Logic. Okay, alles klar. Also Computer und Logik ist da die Probe. Das Mark besteht aus. Habe ich das letztes Mal gesagt, was das ist? Das ist hiermit ist es auf deinem Benutzerausweis, ist es quasi so ein Vermerk, dass du ein Buch nicht zurückgebracht hast in der Richtung. Ausrufezeichen. Also 7 plus 2 sind 9. 3 Erfolge. Warte, Erase Mark, ich würfel mit Willenskraft und Firewall. Ui. Oh, komm mal da. Ernsthaft? So. Oh Ja, Mann. das geht nicht ab von deiner Benutzerkarte. Ist das eine abnehmende Probe dann? Müssen wir mal probieren, nö. Also nochmal. Komm schon, 3 Erfolge. Nächste Runde. Im Gunste des Protectors, ne? Also in deinem Gunste jetzt. 3 Erfolge gehen. 3 Erfolge ist für dich. Die Ach komm. Bibliothekarin hat dich inzwischen gefunden und deutet kreischend auf dich. IC wird geladen, das ist dasselbe wie letztes Mal. Okay, ich versuche jetzt noch einmal das Mark zu entfernen. Und mit der Ausrede zur Bibliothekarin, dass sie das Buch übersehen hat, was im Schrank steht. Dass das Buch nämlich da drüben steht und sie es jetzt bloß nicht gesehen hat. Und dass sie ja gerne hier anhand der Karte sehen kann, dass ich sogar den halben Zugriff auf den Admin-Bereich habe und sie einfach nur zu doof ist. Hä? Okay, gib dir mal plus 1. Ah, okay, plus 1. Moment. Da habe ich ja 4 Erfolge. Willst du mich jetzt gerade verarschen oder was? Ey, du siehst doch, was ich würfle. Deswegen sage ich ja, du hast 5 Erfolge, ich habe 4 Erfolge. Ich glaube, Kannst es etchen, wenn du willst. alle Nicht-Erfolge nachwürfeln, also nochmal 5 hinterher. Ja, Flumse, ich glaube auch. Das ist die Bibliothekarin. Nochmal 2 Erfolge obendrauf. Ha! 6 gegen 5. Du entfernst das Oh. Mark. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz überlegen, was macht denn die? Wie sieht Das das Mark Buch ist da weg auf stehen? jeden Fall. Das IC ist geladen, bleibt aber erstmal stehen. Sie überprüft jetzt noch mal die Sachlage, was du hier so machst, wer du so bist und so weiter. Da du mit einem absolut legalen Account rein bist, schickt sie jetzt an denjenigen, der das System wartet, eine Nachricht ab, dass es hier einen Zwischenfall gab, beendet den Alarm. Das System beendet den Alarm und geht erstmal weg. An wen hatte die Nachricht geschickt? An den Systemadministrator, das ist ein Aus. Ich weiß nicht, ist irgendeine Spinne irgendwo? Nee, das wird der Programmierer von dem Ding sein, besser gesagt, der das Ding wartet und sowas, ne? Okay. Alter. Das IC wird entladen. Also habe ich einen Mark und das war's im Endeffekt. Bisher schon. Hey, du hast noch ein bisschen Overwatch-Score angesammelt, kannst du gar nicht sagen. Ja, doch, klar. Weil ich bin aber im Moment auf dem Host auch Overwatch Score angesammelt. Ich bin doch im Host, hast du Du gesagt. sammelst den Ah an ja, und das angesammelt. Ja, passiert nichts, okay. bis du rausgehst. Ja, stimmt. Richtig. Richtig. Ach, und wenn Okay. du 30 erreichst, dann kriegt der Host noch einen Mark auf dir, aber hat er jetzt erstmal keins mehr. Ich kann mir doch einen Sprite kompilieren, der mir beim Aufhacken quasi hilft, oder? Unterstützend. Selbstverständlich. Das heißt, es werden noch mehr Gewürfe. Oh fuck, ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn ich rausgehe, Moment, wenn ich rausgehe, dann bleibt der Mark hängen, aber mein Overwatch-Score bleibt auch hängen, ne? Ja. Ist aber frozen beides. Und das eine Mark reicht jetzt aus, um auf die Kameras zu kommen? Dann sind sie nicht geschenkt. Sagen wir es mal so. Okay. Du kannst versuchen, was mit den Kameras zu machen, aber das ist im Wesentlichen das gleiche wie dann versuchen, einen Account zu hacken. Weil die Kamera ist ja auch geslaved und damit mit den Dings, mit den guten Würfeln. Okay, ich probiere es noch einmal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann reboote Rastest ich du mich dann. aus? Bitte? Dann rastest du aus? Das auch, ja. Okay. Das auch. Na, siehst du. Ja! Okay. Ficken Scheiß, Alter. Wow. Ich Das glaube, war das jetzt. System ist das Schönste, das ich je hatte. Ich glaube so. War schon toll jetzt. Okay, Wow, okay. du knackst das kleine Schloss, das dir die letzten nötigen Dinge gibt, um dich zu einem Systemadministrator zu machen. Herzlichen Glückwunsch. Willst du gern die Produktion anhalten? Nein. Fick dich mal.
Willst du ein paar Klospülungen betätigen? Ich möchte jetzt mich aus der VR wieder zurückbewegen. Gut. Ah, oh, Mann. Na, jetzt haben wir wenigstens alles unter Kontrolle. Also ich lege die Schleife, wie gesagt, ne? Und dann gehe ich aus der Matrix, also aus dem VR raus und bin wahrscheinlich, Billy ist wahrscheinlich am Zittern und am Schwitzen. Also nicht nur wahrscheinlich, die ist am Zittern und Schwitzen, wenn sie jetzt gerade die Augen aufschlägt. Alles Alles klar. klar. Oh Gott, wir haben die Kameras. Oh Gott, oh Mann, scheiße. Ja, bedeutet das Scheiße jetzt, wir drehen um und fahren zurück? Oder, Nein, aber warte mal ganz kurz, okay, warum hat denn der Spieler jetzt gerade SR8 gewürfelt und hat sechs Erfolge, die Sau? ist egal, ist was anderes. Okay, also wir haben die, ich hatte ganz kurz einen Alarm ausgelöst, konnte die Sache aber klären. Wir haben die Kameras jetzt für ein bisschen. Klären, wie du hast mit Gewalt das an dich gerissen, das System, oder? Nein, ich konnte den IC davon überzeugen, dass der Alarm False Alarm war. Es ging aber eine Message raus an den Sicherheitsbeauftragten wahrscheinlich von der ganzen Geschichte hier. Aber SL kann ich jetzt mittlerweile, genau, kann ich jetzt eigentlich sehen, dadurch, dass ich einen Admin-Account habe, wohin die Message verschickt wurde? Ja. Nicht Und wie in den meisten gelesen? Fällen wird es an den Sicherheitsbeauftragten geschickt, weil der kommt bloß hin und macht die Software letztlich, sondern an den Chef da. Hier Ach, den, wie heißt er? den, wo du auch ins Spielabend Spoiler geschrieben hast, ne? Ja. Den. Nikitin. Ist das genau. Ja, Nikitin, ja, der Chef seit 15 Jahren. Arbeitet sonntags. Gut. Na, dann würde ich sagen, beeilen wir uns jetzt eh noch irgendwas ist. Ja, und zwar ganz schnell. Ich möchte auch gucken, ob der Nikitin das Ding schon als gelesen bestätigt hat, wenn ich das kann. Vielleicht pennt er auch und ist gar Da nicht wach gibt's keine geworden. Bestätigungsnachricht. Na, man kann doch sehen, ob eine Nachricht gelesen wurde, oder? Nicht immer. Nicht immer, Wenn ich genau. eine E-Mail kriege, weiß ich auch nicht, ob die Nachricht oder eine E-Mail verschicke, weiß ich auch nicht, ob die gelesen wurde. Ja, du Ja, arbeitest dann aber auch musst du nicht in. machen mit Lesebestätigung bitte dann schon. Nee, also ich sehe, wenn Nachrichten gelesen wurde bei uns im Konzern. Das ist halt im Großen tatsächlich so. Echt? Yep. Da kann keiner mehr sagen, ich habe ihre E-Mail nicht gelesen. Scheiße, das ist ja voll fies. Jo. Er hat sie noch nicht gelesen und ich werde dir Bescheid geben, wenn er das getan hat. Okay, danke. Da werde ich auf jeden Fall dran denken. Gut. Dann? Also, auf geht's. Ja, wir huschen raus. Wie gesagt, schauen uns um. Warum steht denn da jetzt schon Bescheid? Damit ich mir das merke. Okay. Und naja, ich sag mal, wenn die Luft rein ist, dann ab an den Zaun, beziehungsweise Jojo guckt nochmal sicherheitshalber, ob da nicht doch irgendwas verkabelt ist, aber ich glaube, es war nicht so und sie hat das schon dreimal gecheckt, aber sie tut's trotzdem. Es ist nichts verkabelt, die Luft ist so rein, wie sie sein könnte Gut, in dann dem mach. Industrieding. Sie hat die, ah nee, Moment noch, hat sie die Atemschutzmaske nicht komplett aufgesetzt, sondern nur so locker, dass sie halt nicht runterfällt und sie nicht nervt, aber So um den halt Hals irgendwie. genau, dass sie sie schnell aufsetzen kann. Sie macht das in Bodennähe, da muss man dann zwar ein bisschen, also man muss jetzt nicht unbedingt kriechen, aber zumindest so, dass man nicht direkt als allererstes hinguckt. Also den Zaun auf. Vicky Kannst wollte du ja das? jetzt mit rein. Ja, das? Ganz kurz, kannst du den Zaun nicht an den Seiten aufschneiden, sodass man den Na, sie wollte hochklappen schon kann so machen. Ja, genau, und dann, also dass sie man wieder wollte es. runterklappen kann, weißt Ja, du? genau, sie Billy, wollte es. Jojo, Entschuldigung, du machst irgendwas unten. Vicky zerrt dich am Arm und schneidet einfach ein riesiges Loch in das Ding. Dumme Kuh. Über Comlink kommt. Denn mit dem ganzen Werkzeug geht das so viel schneller und ich wollte ihn ja eh wieder dran kleben dann. Ja, haben wir Kleber mit? Wir haben doch gar keinen Ich Klebstoff habe Kleber mit. mit. Ach Das hatte ich doch so. vorher gesagt, dass ich das mache. Wir haben doch Sprühkleber auch noch. Na, ich dachte eigentlich eher, damit wir es einfach runterklappen können, damit wir irgendwie es nicht von außen so aussieht, egal. Na, ich Jetzt kleb's ist es dran zu und zur spät. Not könnt ihr ihn dann schnell raustreten, das geht viel schneller. Der Gut, wenn du Kleber ist nicht so gut. meinst. Okay. Frauen, weißt du, stundenlang quatschen und dann machen sie doch alle nur Scheiße. Frauen, die muss sie nicht. Genau. Da reicht in der Ecke schuppen. Oh, Oh, geil! schön, Flumi. Echt? Ich finde, wir Für sollen den eine ganze Versuch Session. bekommst du ein Edge. Dann bin ich jetzt voll. Oh, Echt? sehr gut. Ja. Okay, für die Ausführung kriegst du minus ein Edge. Nein, auf jeden Fall. Fick dich.
Ihr schneidet den Zaun, also sie schneidet den Zaun großflächig, dass man da gut durch kann mit dem ganzen Werkzeug auf einmal aus, auf, irgendwas von beiden. Und macht sich dann erstmal daran, dieses mit Werkzeug hier hinten die, na, Dings aufzumachen. Und Jojo huscht. Abwasserscheiße. Jojo schaut sich um, wenn niemand da ist, huscht sie zur Tür, guckt sich die Tür an, guckt sich das Alarmsystem an, bemüht sich alles irgendwie zu entschärfen und die Tür zu öffnen. Sehr Sofern sie gut. nichts hinter der Türe hört, aber da ich davon ausgehe, dass das eine Stahltür ist, ist es sowieso Hopfen und Malz verloren. Aber sie guckt auf jeden Fall, ob sie irgendwas Verdächtiges hört, so. Sieht, Alles hört, klar. fühlt, So, schmeckt, passt auf. Ja, kotzt. schmeckt ein bisschen verdächtig nach Eisen in deinem Mund. Okay. Du hast dir wohl die Lippe aufgebissen. Also, Oh. Düs, nein, erst Flummi. Flummi, von dir Bef erwarte ich, ja, Düs. Nur bevor die Tür aufgemacht wird, kann ich doch noch zu Flummi und Vicky sagen, dass die Drohne doch schon mal jetzt von mir bestätigt werden soll, dass wir einfach die Sachen schon mal in die Tür geliefert kriegen, dass die Drohne die uns runterhebt, oder? Mädels? Ich glaube, das hat sie schon mal gesagt, die Drohne ist nicht über die Matrix zu steuern. Ja, aber ich komme doch über den Code an sie ran, also über Du den kommst an sie Code. ran, sie ist jetzt aktiv, aber sie kann nichts machen. Also du hast keine Bedienelemente dafür. Ach so, das heißt, ich muss vor Ort sein. Außerdem Der Begriff sind. Drohne war von mir hier vielleicht etwas missverständlich gewählt. Okay. Dann, Gut. sorry. Sorry. Was willst du, Meister? Du machst mir eine Wahrnehmungsprobe minus nichts. Und dann die Schlösser aufmachproben, die kennst du ja, ne? Außer verdeckt, das brauchst du nicht. Ach Jo, ich nee, sehe aber. nichts. Okay, du siehst nichts, dann machen wir es anders. Dann machst du Industriemechanik und Logik und als ausgedehnte Probe bis 8. Genau. Und das für jeden Kriege ich Wurf, meinen den. MacGyver-Bonus? Ja. Oder hatten wir den nicht irgendwie spezialisiert? Nee, wir hatten den breit gemacht, ne? Wir hatten ihn nur breiter gemacht, das heißt, ich kriege nicht plus 2, sondern nur plus 1. Dafür Ach, aber auch auf genau. Waffenbau. Genau, so hatten wir das. Du kriegst deinen MacGyver-Bonus. Das für jede Probe, die Flummi macht, ach hier, abnehmend wie immer, ne? Bekommst du eine abnehmende Wahrnehmungsprobe und startest minus 1 wegen Apes. Und nichts wegen Nachtsicht oder irgendwas. Ja, dadurch hast du nicht noch mehr Minus, weil du halt normal sehen Ah, kannst. also Moment, ist es normale Wahrnehmung, die ich würfeln soll? Genau, für jedes Mal, dass Flummi würfelt, also lass er erstmal machen, für ihr Was? Schlosserding kriegst du eine Ja, aber Wahrnehmungsprobe. Moment, würfel ich jetzt Industriemechanik oder Industriemechanik würfel und ich. Logik plus 1. Gut, das wollte ich nur wissen, weil Schlösser aufmachen ist ja was anderes. Ja, das ist quasi das Industrietür-Megading. Auf Dev. Wie Du viele hast Erfolge drei. brauchte ich? Acht. Dann bin Hast ich du. fertig. Zwei Proben hast Moment. du nur gebraucht. Drei Junge, Junge, Proben. Junge. Drei, okay. Du bist ja eine Bist du drei? ganz schön krasse Nudel. Ja. Und ich soll jetzt dreimal auf Perception würfeln, oder was? Genau, mit kumulativ minus eins. Also jetzt erstmal sieben. Habe ich zwei Erfolge. Mach nur weiter. Ein Drei. Erfolg. Und nochmal, es sind fünf Erfolge über. Herzlichen Glückwunsch! Jojo hat die Tür offen, Vicky hat das Ding offen, schon ein bisschen länger, weil das bei Jojo halt ein paar Minuten dauert und macht gerade den Zaun wieder dran. Ihr habt übrigens jetzt auch die Feeds von zwei Drohnen von ihr, die sich in der Nähe von euch aufhalten. Billy, du siehst halt, dass du, was du wieder gemacht hast, also erst diese Alarmanlage da irgendwie ausknipsen, geschickt und klug ausknipsen und bla und überhaupt, und sich dann an der Tür zu schaffen machen, weil die ja eigentlich nur eine Notausgangstür ist und von außen eigentlich gar nicht zu öffnen ist. Aber was du siehst, was sie in ihre Betriebsblindheit nicht erspäht, ist, dass sich etwas befindet an neben, also die Alarmanlage besteht rechts neben der Tür aus so einem kleinen Kasten. Und an dem Kasten ist irgendwas dran. Und das sieht komisch aus. Es hat auf jeden Fall, das ist so ein kleiner Kasten, metallisch, mit einer kleinen Öffnung zur Tür hin zeigend. Ich Es sieht sehe nicht so einen aus, als. Kasten nicht. Ja, das siehst du nicht. Pass auf, ich sag dir auch warum. Weil du keine Erfolge hattest. Ist logisch jetzt, ne? Man kann das immer übersehen. Ich meine, du bist da auch angespannt, oder nicht? Ah ja, natürlich. Siehst du, jetzt hör auf zu heulen. Du hattest eine Tausenderfolge. Ich weise Genau, und der natürlich sieht nicht Jojo so aus, als darauf hin. wäre der da installiert worden von den Türmachern. Von der Tür machen nicht. Ja, und der ist so daumenlang und daumenbreit. Stopp, Jojo, stopp. Don't Was move. denn? Guck mal da drüben, der Kasten da. Was ist das? Der Kasten Oh. da! Scheiße. Gucken. Jojo guckt sich das an. Sparen wir uns doch einfach die Probe. Von außen sieht es halt wirklich irgendwie nach nichts aus. Jetzt bei genauerem Betrachten siehst du ein ganz feines Schnürchen, das zur Tür führt.
Und wenn du Stolpertrat. so ähnlich quasi, also es ist halt nicht unbedingt in Stolperhöhe, aber So okay. Ja. Durchreißdraht, meinst du? So, ich mach die Tür auf und es reißt und dü-lü-lü oder irgendwie so ein Scheiß. Oder enthauptet. Oder Peng oder. Monofilament. Das Loch sieht, wenn du es dir genauer ansiehst, ohne den Kopf reinzuhalten, ich weiß, sieht aus wie jenes, das man finden könnte an Grünaniten. sämtlichen Zerstäubern. Naja, das sind so blöde Nanitendinger. Nee, für Naniten ist der Zerstäuber falsch. Aber für irgendwas Kleines, ja. Oder hier RFIDs meine ich. Das könnte unter Umständen sehr genau das sein, was es, ja. Was ist das jetzt, Jojo? Ich habe keine Da Ahnung. sind bestimmt irgendwelche RFID-Chips drin und wenn dieses Bändchen da durchreißt, dann gehen die auf uns drauf und wir checken das nicht und oder können die nicht löschen mit einem einfachen RFID-Löscher. Und dann ist vorbei. Warte mal, ich guck mal, ob ich das irgendwie. Jojo stellt sich jetzt so hin, dass sie das Ding irgendwie, ne, dass sie kann man die Kartusche irgendwie ausbauen? Kein Ding. So, dass man das nicht überall kleben hat. Kein Ding. Ey, Okay. MacGyver. Der Ja, hat ich diesmal frag ja zwei Bitches nur. mitgebracht, Alter. Der hat's Di drauf, der Junge. di 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 Gut, di. also so, dass das Ding jetzt keinen Alarm sendet, sendet das überhaupt was? Nee, ne? Ist wahrscheinlich mechanisch. Also Billy sage ich, dass das Ding nicht sendet. Also das Ding sendet nicht. Okay, dann kann ich es ja easy. Okay, gut. Also Jojo nimmt jetzt die Kartusche da raus, sodass man quasi durchgehen kann dann, also dass das Ding entschärft wird. Ja, du hast eine Kartusche mit Dingen drin. Kann man sich darunter durchbücken, ohne den Draht durchzuschneiden? Also ohne, Nee, dass man den. es würde, glaube ich, passieren, wenn die Tür aufgeht. Ach so. Ich habe jetzt gedacht, das ist eher so wie Stolperfalle, wie ich gesagt habe. Mal Ja. gucken, wo ist denn das festgemacht? Ist das wirklich so ein Türaufmach-Reiß-Ding oder ist das, Ja. wäre eigentlich Nicht klug, ja, Tür dachte aufmach ich mir. Reiß, aber Tür aufmach spannen und dann. Ja. Okay. Okay. So, der reißt also in jedem Fall, wenn wir da jetzt durchgehen. Das Ja, wir müssen ihn bottom line. entweder durchschneiden oder durchreißen oder wie auch immer, aber das ist halt auf jeden Fall. Okay, Können wir Julio den. macht jetzt. Also, da ist aber noch kein weiterer Alarm mehr dran gedingst, ja, sondern nur dieses Teil. Ganz recht. Er sieht Okay. auch aus wie jemanden, der nicht unbedingt MacGyver ist. Aber mit einem gewissen Okay. Talent. Also, wenn wir jetzt richtig arschig sind, ne, dann hängen wir das irgendwie anders an. Ihr wollt ja nicht so assi sein, ne? Richtig, Schön Vicky im deswegen. Wagen dann auf dem Weg zurück ansprühen. Ohohoho. Ah, ich hab da noch Mann, eine willst du nicht Rechnung campen offen. gehen? Mit Fackel habe ich noch eine Rechnung offen. Ja? Den müssten wir aber suchen, dann müssten wir die Dinger mitnehmen, was kontraproduktiv wäre. Dann könnte man uns nämlich immer noch verfolgen. Nicht in einem Bleigehäuse. Das haben wir aber nicht dabei. Egal, wir Schade. sollten aufhören zu quatschen. Jojo Wieso denn? stellt Ach so, es. ja. Wieso denn? Wieso denn bloß? Jojo stellt das Ding unten hin und also so, dass man jetzt nicht dagegen rennt und ja, man huscht rein. So nichts ist, was uns davon abhält. Paranoid wie wir sind. Ausgezeichnet, ihr seid in einem wunderschönen Lagerhaus mit dieser wunderbaren Lagerhausluft, die ja etwas trocken ist. Okay. Und ihr habt da halt diese großen Reihen von wunderschönen Dingen und es ist alles genauso, wie ihr es vorfinden wolltet. Außer Die Makarov steht teuren drin. Sachen sind nicht mehr da. Die Makarov steht drin. Das weißt du doch noch gar nicht, ob die teuren Sachen da sind. Nein, ihr habt zusätzlich am Rande so eine Art. Wie auf Bahnhöfern, die kennt man ja, diese Schließfächer. Ihr habt eine Reihe Schließfächer, die nicht im Plan verzeichnet sind, die kein Angebot eigentlich des Dingses sind. Oh, die stehen da halt so rum. Interessant. Gesichert mit einem Schloss, das, wenn Jojo auch nur einen kurzen Blick hinwirft, ihr sagt, dass es sich offensichtlich um Mini-Toiletten behandeln muss, denn dementsprechend ist die Qualität. Und es handelt sich nicht um Toiletten von sehr reichen Menschen, sondern von sehr armen Menschen. Hä? Das sind einfach nur die Schlösser dieser Die Dinger, ja? sind Das so wolltest du mir billig, damit Alter. sagen. Die Schlösser sind so billig, Alter, wie unser Türschloss, falls ihr das was sagt. Bei Gut, mir ich zu möchte Hause. mich trotzdem jetzt erstmal an die vorgegebene Route halten. Und wenn ich danach zu viel Zeit, zu viel Lust oder zu bekloppt werde, dann werde ich in diese Falle reinlaufen, die du mir da gerade stellst. Das ist sehr schön. Moment. Jetzt, wenn wir die.
Also ich soll ich mal einen Satz draus machen, vielleicht und aufhören zu stottern. Nö. Wenn wir jetzt, also diese Drohne, dieses Register bedient, kann uns jetzt die Taschen runterheben, Ja, richtig? aber Das nicht dauert alle und die teuren Sachen sind ja in diesem Metallkäfig, da kommt die Drohne nicht dran. Stimmt, Die Drohne gut. kann euch alles runterheben, sobald du per Hand innen das Ding aufgemacht hast. Und sonst kann sie euch alle Dinge runterheben, die halt nicht so wertvoll sind. Okay, Gut, das kann die dann, ja schon mal tun, während ja, ich mich um die anderen Sachen kümmere. genau. Also dein Spotlight bitte. Ich wollte nur sagen, dass die Drohne jetzt dann anfängt, die billigen Sachen runterzuheben, Spielmeister. Gut. Genau. Die Drohne hebt die billigen Sachen runter. Ich nehme an, sehr stark, dass du dir zwischendurch schon mal das Minischweißgerät von Jojo holst, um diese Dinger aufzumachen und Sachen zu entnehmen. Dem ist so. Ausgezeichnet. Bla 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 bla. Interessiert mich alles nicht. Es dauert erstmal. Nach 5 Minuten hat Jojo das Ding offen. So. Es sei denn, du willst mir eine Probe hinlegen, die das brutal verkürzt. Das kannst du Nö. auch tun. Nee? Willst du nicht ein bisschen vielleicht Hinterher würfeln? patzig wieder. Ich kenne dich doch. Wenn er uns Richtig, schon deswegen Würfel will ich nicht schenkt. würfeln. Genau. Nee, wie gesagt, Jojo kümmert sich jetzt um die Rigger-Kontrollen. Beziehungsweise das, was da halt irgendwie teuer hinter Dingsbums Ja, die lag. Regelkontrollen hauptsächlich. Ich verstehe, was du meinst. Ihr kümmert euch darum. Ihr packt alles ein. Das ist ja auch sehr schön. Nach Ist 10 Minuten insgesamt. Sagt das Schließfach, bitte öffne mich. Nein, das tut es nicht. Aber eine der Drohnen von Vicky hat sich von euch getrennt und fliegt über dem Lagerhaus oder ist so auf dem Lagerhaus Kugel landet. Der Feed davon blinkt jetzt auf. Ihr seht, sie fliegt jetzt auch ein bisschen näher in Richtung dieses Mitarbeiter-S-Cloding das. Yay, Mitarbeiterspinde. Ist im Lagerhaus, um Platz zu sparen. Auf jeden Fall, das wäre das Klügste, was man machen könnte. Nein. Durch die. Ihr seht Olowski, die zum Trollklo marschiert, dagegen klopft und sehr unschöne Dinge sagt, die beinhalten, was sitzt du hier ewig auf Klo? Was fällt dir überhaupt ein? Arbeite, du fettes Stück. Haben die Mutanten jetzt überhaupt keinen Anstand mehr? Solche Dinge, was man halt, ne? Du Höhlenmensch, was einem so, ne? Da so kommt. Nach 30 Sekunden knallt die Tür des Trollklos ihr etwas ungünstig und besonders hart ins Gesicht. Das heißt, sie fällt zurück, so lächerliche 1,5 Meter. Sieht auch aus, als hätte sie schon eine etwas größere Platzwunde, die auch bestimmt noch in Zukunft Freude bringen wird. Wird dann von Makarov in das Trollklo gestopft. Nicht mit dem Gesicht zuerst, aber nicht besonders freundlicher, als sie macht dann die Tür zu, denn niemand sollte ja was sehen. Dann aber stapft sie aufs Lagerhaus zu. Oh. Wie weit sind wir denn? Naja, war 10 Minuten drin, ihr braucht noch. Habe ich denn die teuren Sachen schon? Du hast mir mal gesagt, irgendwie 15 Minuten maximal bräuchten wir, Ja, aber wenn du wir hast gut halt erst durchkommen. 5 Minuten Zeit wegen des Dings. Pass auf. Nee, Nee, deswegen ist ja frage ich alles ja. okay. Ist ja alles okay. Ihr habt Dinge im Wert von ganz grob geschätzt und das kannst du gerade sehr schlecht, weil Billy auch vieles eingepackt hat. Ich kann gar nicht schätzen, wie viel wir haben. Punkt. Okay. Ich weiß es nicht. Eure Checkliste ist ungefähr zu. Von der Anzahl an Sachen, das weißt du nämlich, denn ihr hattet ja so ein kluges Ding, ist ungefähr zu 33% gefüllt. Also Nur. nix, alles klar. Und das ist nur der Billig-Scheiß, okay. Nee, du hast die Rigger-Konsolen. Ach, die habe ich schon. Ja, du hast 2 Stück eingesammelt, eine teure und eine billige. Genau, das waren die, die nämlich noch im Verzeichnis waren. Ja, ist nicht genau Okay. die, aber ja. Die Drohne Hinter. Warte übermittelt mal. euch. Ja, klar, nicht verarschen, Alter. Menschen verarschen mich ja nie, ist bestimmt auch so ein Trick. Jetzt geht's los. Sie packt ihren Tee aus. Stell mich hinter die Tür. Komm, lass das. Ich meine übrigens die Hauptlagerhaustür, ne? Nicht mit, dass mit an Schulitäten kommen. Ah, okay. Nicht die Nicht Seiteneingangstür. die Seitentür, nee. Das heißt, sie kommt jetzt Komm. gerade mal kurz einzeichnen, damit wir wissen, wo wir Da stehen müsste und ich wo er. refreshen, warte. Bitte refresh mal, weil das Bild ist bei mir nämlich wieder weg. Mal eine ganz blöde Sache. Wie lange braucht sie theoretisch von der Tür, weil das Lagerhaus ist ja nicht groß und leer, sondern da sind ja überall Regale, das heißt, sie muss durch Gänge durch etc. pp. Die wirklich teuren Sachen habe ich ja jetzt schon. Also allein die beiden Rigger-Konsolen waren ja zusammen irgendwie 6.000 Nuyen wert oder sowas. Sagen wir mal 7.000, für 7.000 werden sie verkauft. Das heißt, für wie viel kriegen wir Fünfe. sie?
5 oder was? 75% hat man, glaube ich, gesagt zum Schluss, Ja, ne? irgendwie sowas, ne? Ja. Okay. Gut, die braucht er noch. Das heißt, wie lange würde sie theoretisch brauchen, bis sie bei uns irgendwie in der Reichweite ist? Kannst du da irgendwas abschätzen? Weil wenn das Haus, Lagerhaus wirklich 100 Meter lang ist und sie dann durch Gänge muss, dann sind das gefühlte 200 Meter Weg. Vermutlich. Oder sogar mehr. Sie braucht auf jeden, sie ist nicht in 4 Sekunden da. Das ist absolut richtig. Das Einschätzen von Trollschritten im Lagerhaus mit Umgucken fällt ihr allerdings relativ schwer. Nein, aber sie kennt ja Trollschritte und weiß, wie Trolle laufen. Sorry. Aber Trolle Nein. haben einen Nein, gut. krassen Vorteil, die haben Thermovision, right? Ja, aber nicht so unendlich durch ein 100 Meter Lagerhaus, ne? Ja, nichtsdestotrotz, also Sagen wir einfach, sie dürfte. braucht auf jeden Fall, wir sind im Bereich von Minuten, die sie noch braucht. Im Okay, Bereich also. von Minuten haben wir ja sogar noch Zeit. Dann Macht macht aber auf jeden. Lärm. Umso schneller ihr auffällt, umso eher findet sie euch. Das ist richtig. Na, Jojo huscht auf jeden Fall jetzt schon mal zurück. Wenn sie noch auf dem Weg irgendwas einsacken kann, wird sie das tun. Und wenn die Spinde da vorne direkt stehen dann und die sehr, sehr leicht und sehr schnell aufgehen, dann wird sie da jetzt zumindest mal reingucken, wenn sie auf dem Weg ist. Weil wenn wir Boah, das du nicht. stolperst voll in meine Falle. Ja. Finde ich schön. Gibt's da noch irgendwelche extra Sicherungen dran oder sind das nur Scheißschlösser? Absolute Kackschlösser. Mach mal bitte eine Schlosserprobe mit Geschick. Die Erfolgsanzahl wird die Anzahl der Spinde sein, die du noch ausräumen kannst. Vielleicht sollte ich mal Action, ne? Ja, du hast ja ein bisschen. Hast du schon gewürfelt? Nö. Nö. Achso, okay. Würfel mein Action direkt mit. Ach so, die harte Dur. Ist keine Waffe. Achso, verzeihen. Oh, scheiße, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich etche mit, Alter. Du hast SR. Moment, übrigens. du hast falsch gewürfelt. Ist SR12 egal, ist sie hat aber nicht. keine Sechsen. Deswegen Ja, ist es egal, ob trotzdem. sie Ach, ich falsch schreibe gewürfelt auch hat. gerne mal eben SRE, so ist Mach es mal nicht. bitte SRE richtig hier. Leute, aber sie hat keine Sechsen, das ist scheißegal. Ja, aber Moment. Es werden auch nur Sechsen Siehste? nachgewürfelt. Ich Es finde, das werden nur ist, Sechs. gefällt mir so viel besser. Ich kann auch so unendlich oft würfeln, bis ich einen guten Wurf habe, Ja, aber ist ja leider. gut. SR2, okay. Also zwei Schämt Erfolge euch, waren's. schämt euch. Kaum mit. Also, wir haben jetzt mal Späßchen gemacht hier. Ja, also fliegt auf jeden Fall eine fliegende Kuh aus dem Weltall auf dieses Lagerhaus. Ihr seid alle Also, tot. Zürcher Gut. Orbital, bitte. So ist eine Waffe, stimmt. Ja, Ja. du hast zwei Spinde geknackt. Das reicht Also doch ich vollkommen möchte aus. jetzt Im erstmal einen nur sind den übrigens Credsticks. den. Ich möchte. Was sind's da drin? Credsticks. Credsticks. Oh, was? Wie viel ist denn da 4 drauf? Stück. Willst du das noch nachgucken oder willst du einfach Nee. Credsticks einsammeln? Nee, Sammel die Credsticks einsammeln. jetzt ein. Mach Okay. hinne. Du hast irgendwas gerade sagen wollen, Entschuldigung. Wer? Der Flummi. Nö. Nicht? Okay, also im Also einen sind eigentlich hätte sie Credsticks. erstmal nur den ersten aufgemacht und geguckt, was drin ist, und dann hätte sie sich überlegt, ob sie den zweiten noch aufmacht. Und das, die Überlegung hast du jetzt kurz sein lassen, nachdem es Credsticks waren und keine Bombe, ja? Ja. Okay. In dem zweiten befinden sich so ein Reagenzglasständer. Mit einer leicht klar, na, mit, nicht, mit einer leicht, mit einer klaren Flüssigkeit. Darin befindet sich irgend so ein, sagen, nennen wir es einfach Flora. Und es hat ein bisschen die Farbe, was für Flora nicht unbedingt häufig ist, gerade für Flora, die offenbar im Wasser lebt, denn das Zeug lebt offenbar, es hat auch keine Algen. Es hat eine Farbe, die gewissen Ausschlägen ähnelt. Um euch mal wieder Hä? auf Spur zu bringen. Gewissen Ausschläge. Ausschlägen, so Ach wie so. Gunfist oder all die anderen Toten. Oh Ah. nee. Oh. Yee. Na, Bock auf den Schluck? Nee, aber mitnehmen. Reagenzglasständer. Ach so, es ist nur ein Reagenz. Die Dinger werden doch wohl irgendwie verschlossen sein. Das wird doch wohl nicht nur ein Die beschissenes Reagenzgläser Reagenzglas mit einem sind. kleinen Die sind Stopfen natürlich. Die sein. sind. Naja, die sind mit einem. Mit so einem 2080-Stopfen verschlossen, dass da nichts rauskommt, ja. Vielleicht ist das auch einfach ein Röhrchen mit einem Schraubverschluss. Sowas gibt es auch in Laboratorien. Na, das ist doch ein 2080. Ich meine, Schraubverschlüsse gibt's doch heute noch nicht. Die stehen nur im Regelwerk. Hast du einen Ach Schraubverschluss so. in deinem Leben gesehen oder waren das alles nur solche Ja, sogar Mythen auf und der Legenden? Arbeit. Ach, erzähle nicht. Also bei Und uns sind alle Flaschen die mit haben sogar Wachs. so fortschrittliche Dinge wie Polypropylenröhrchen, die man auch meistens nehmen kann. Meinst, welche, die nicht kaputt gehen oder was? Ja, Ja, Plastik. natürlich ist das sowas, aber das ist ja trotzdem deswegen von der Gestalt her ein Reagenzglasröhrchen, oder? Okay, ich will es trotzdem mitnehmen. Ich kann es ja in einen von Billys Handschuhen packen Du, und den fa! zuknoten. Geh weg mit dem Zeug von mir, Ach, ey! du willst bloß ein Reagenzglas mitnehmen und nicht das ganze Ding. Ja, Okay. natürlich. Ja, geschenkt, Alter, sag das doch. Lass es doch mal ausreden. Naja, das hat sie ja getan. So halb, vielleicht.
Mein Ich Freund. möchte das trotzdem in einen Latexhandschuh reinpacken und den dann noch zuknoten zusätzlich. Ja, geschenkt, Alter. Mit Panzertape kannst du sogar noch machen. Gut. Damit es nicht kaputt geht. Ich kann es mit Panzertape umwickeln. Auf dem Weg, während des Gehens. Gut. Ja, die Makarov ist jetzt eingetreten. Hier wird nämlich die schwere Tür. Die Sicher. Schnaufen. Ja, ihr wollt raus, sagst du. 44 Lone Star Gardisten versperren euch den Weg. Haha. Ja, was war das M? Ich überlege gerade, sag mal, Billy, kannst du der Makarov nicht eine Nachricht schicken? Von Natürlich. wegen, sie soll sich irgendwie überlegen, ob sie den Deal jetzt wirklich platzen lassen will? Ja, ich mach's schon. Ich antworte gar nicht groß. Ich schicke der Makarov direkt auf ihr Arbeitskommen-Link jetzt eine Nachricht. Der Deal ist geplatzt, wenn sie jetzt weiterlaufen. Mach mal. Charisma, hast du Überreden. einschüchtern? Ich habe Über eine Textnachricht? Negotiation. Negotiation. Ist eine Verhandlung, die ich gerade mit ihr mache. Es ist keine Einschüchterung. Ich schläg ja die, ja, das ist ja. Ne? Negotiation. Gibst du dir mal minus zwei. Und ich weiß, dass es Also. nur eine Textnachricht ist, aber es geht hier um Babel-Textnachrichten, ja? Zwei Erfolge. Okay. Ich habe überlegt, was ich mache. Hast gedacht, du würfelst mal? Ja, ich wusste nicht, ob ich Mist. Selbstbeherrschung nehmen soll oder irgendwas anderes. Also, sie, habt ihr noch die Drohne? Sie bleibt stehen und sie scheint stark zu überlegen und scheint doch sehr hin und her gerissen. Jojo, meinst du, ich soll ihr jetzt einfach die Daten schicken? Wenn die jetzt die Daten kriegt, ist sie komplett paralysiert. Und die geht garantiert nicht weiter, sondern bewegt sich dann direkt zum Ausgang und hört auf zu arbeiten und geht wahrscheinlich direkt zu dem Doc und legt den um. Das ist, wie ich so einschätzen Gut würde. möglich. Soll ich ihr die Nachricht schicken? Ja. Okay, ich Die schicke würde der sie Frau. sowieso kriegen, ansonsten hauen wir jetzt ab. Richtig. Warte mal, sind wir schon fertig? Nee, noch nicht, aber ich Dann. sag mal, ne? Okay, Moment, ich schicke die nächste Nachricht zu Frau Makarov, wo drin steht, Frau Makarov, wenn Sie jetzt umdrehen und die Sache auf sich beruhen lassen und hier nichts passiert, bekommen Sie sofort den Link. Den Code zum Entschlüsseln meine ich natürlich. Drehen Sie um, gehen Sie raus, kommen Sie nicht wieder und Sie kriegen jetzt sofort den Link. Den Code. Sie geht raus. Okay. Wir packen alles jetzt schnell zusammen. Wie lange brauchen wir jetzt noch für den Rest? 5 Minuten oder was? Ja. Okay, und dann nach den 5 Minuten, wenn wir am Zaun stehen, schicke ich ihr den Link. Moment. Haha. Also, wenn du 5 Minuten wartest, ist das Das für die ist zu Dame lang. nicht sofort. Okay, gut, dann sie geht raus, hast du gesagt. Sie geht Jojo raus. räumt übrigens jetzt weiter. Jojo beeilt sich. Das ist mir schon klar. Sehe ich sie über den Feed jetzt wieder, wo sie steht gerade? Direkt, ja, direkt vor dem Teil. Direkt vor dem Teil. Guckt wahrscheinlich ziemlich dumm aus der Wäsche, oder? Guckt vor allen Dingen Aggressiv. auf ihr Comlink. Ah, die darf ihr Okay. Privatcomlink nicht haben. Sie geht, nein, sie geht zu dem Personaldings und geht zu ihrem Spind Perfekt. und holt ihr richtiges Comlink raus. Perfekt. Perfekt. Das braucht nämlich Zeit. Ja. Gut. Also Juju huscht. Billy kann ja derweil auch noch, sie sieht das ja, die kann ja derweil auch noch ein bisschen was machen. Je nachdem, also wenn wir noch irgendwie, dann, ich sag mal so, wenn wir den Großteil haben, wird Jojo noch mal einen von diesen blöden Spinden aufmachen, weil das recht fix geht und da bisher sehr interessante Dinge drin waren. Okay, mir stellt sich noch folgende Frage. Die geht zu ihrem Spind, holt die Comlink raus, glotzt drauf. Schick ihr den Oh. Link, wenn sie das hat. Ja, ich sehe ja quasi, ja, Du ich siehst schicke ihr den alles. Link. Ich schicke ihr Gut, den sie Link. empfängt einen Link. Sie Also setzt den sich Link hin. mit dem COM-Code auch, also mit dem Ah nee, warte, Entschlüsselungscode. warte, warte, warte. Sie sieht den Link. Guckt ganz kurz auf die Daten, steckt ihr Comlink ein, geht raus und stellt sich vor die Produktion, krempelt sich die Ärmel hoch. Wie vor die Produktion. Vor das kleine Gebäude rechts, wo quasi noch der letzte verbliebene Mensch drin ist, der nicht im Klo liegt. Wo es Ö ist. Nee, warte, da war sie gerade. Sie geht, warte. VE Pro. Dahin geht sie und stellt Aha. sich da jetzt hin, so mit nach dem Motto, Alter, wenn du rauskommst, mach ich dich kaputt. Okay. Gut. Räum du mal irgendwie den Rest jetzt, also es ist nicht mehr so viel. Räum du schnell den Rest Ja. zusammen. Ich gucke nochmal eben, ob noch irgendwas Interessantes im Spind drin Okay. ist. Okay, mach du. Eine Schlosserprobe bitte noch. Soll ich weiterwürfeln oder? Du hast eine zwei Erfolge, sagst du. Ich habe zwei Ah, Erfolge da auf sind sie, Schlosser. da sind sie ja. Ja, zwei weitere. Okay. Ich lese die ganze Zeit nur Bescheid und denke, warte mal, was?
Ja, es kommt ja gleich noch. Genau. So, in dem einen, du bist ein Glückskind. Na gut, okay. In dem einen sind drei Juwelen. Schachteln mit Datenchips. Die sind aber auch alle Wi-Fi aus, ne? Hier geht's gleich in einem Auto mit einem Stimmt, ja, Jammer. ist richtig. Und in dem anderen. Shit. Fällt dir nichts mehr ein? Doch, mir fällt was ein, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Ja, Na, klar will ich. hau Ja, raus. klar will ich das, Alter. In dem anderen ist Munition für schwere Pistolen. Oh. Muni? Für schwere Pistolen? Warum ist da Muni drin? Wie soll ich das wissen? Ach ja, du bist eine Waffenbastlerin höchsten Grades. Das ist auf Ja. jeden Fall Explosivmunition. Du schätzt, dass es ungefähr 40 Schuss sind. Oh, geil. Entschuldigung. Weiß nicht. Und da muss doch immer noch die Knarre dafür rumstehen dann, oder? Wenn Bibi das mitkriegt, willst du Wofür ist das? denn das? Was ist denn das für Muni? Wo kommt denn die rein? Ja, schwere Pistolen. Naruga Ja, Super gut. Warhawk. Ja, egal. Warte mal, hab ich gerade gehört? Sehr Ich glaube ja, ne? Das war sowas in Richtung. Wie viele Spinde sind denn da noch? Zu viele, ne? Es sind Nee, bitte. insgesamt 16. Das sind so viele, so viel Platz, so viel Zeit und so viel Platz haben wir nicht. Die sind nicht besonders groß, aber ne? Ja, Mano, wie viel Zeit ist denn jetzt vergangen? Naja, wenn du den aufhast, sagen wir mal insgesamt 13 Minuten. Von Billy hat dem. noch ungefähr 2-3 Minuten zu tun, sagen wir es mal so. Ach, nixen. Okay. Na gut, solange sie noch zu tun hat, bastle ich noch Spinde auf. Aber wenn sie fertig ist, dann hau ich natürlich auch ab. Ich Dann mach hast du noch noch mal Zeit eine für Probe. einen. Nee, du hast noch Zeit für einen. Okay, dann mach ich noch einen auf. So. In dem letzten. Drogen. Was für Drogen? Sieht man Steht nicht, ja? das drauf? Ja, hätte ja sein können. Es ist eine Paste. Drogen steht Also drauf. so wie. Es ist sogar in einem sich Ich habe selbst erhaltenen. Bissensfertigkeit, Drogen. Ja, würfel doch. Das ist der einzig gute Wurf, pass auf. Es ist also sieht aus wie Speedpaste halt, wenn du es im Gefrierschrank hast. Gefrierschrank hast. Es ist höchstwahrscheinlich eine Art Amphetamin. Jetzt das zu erkennen ist nicht ganz einfach, Okay. aber es ist auf jeden Muss Fall ja. kein Straßenscheiß-Amphetamin. Alles klar. Gut, einstecken. So, ich bin fertig. Komm, lass uns jetzt gehen. Ansonsten mache ich den Rest ja auch noch auf. Was spricht denn dagegen gerade, nur aufzumachen? Dass es alles zu viel Zeit kostet und dass es nicht gut ist, wenn wir zu lange hier rumdingsen. Okay, gut, dann hoppel, hoppel, hoppel. Okay. Zurück. Verzieht Man soll euch. ja sein Glück nicht strapazieren. Ja. Als ihr. Wie macht ihr das mit dem Zaun? Einfach eintreten, oder? Naja, es war doch die Ansage, die Ist, haben sich ja ja genau, also wir zugeklebt. wollten Vicky ja Bescheid sagen, sobald wir raus sind. Die sieht das ja auch, die fährt quasi schon ran. Okay. Und dann im Zweifel, ja, wobei das ziemlich laut ist mit dem Auftreten, das muss man jetzt mal so sagen. Können wir den nicht einreißen jetzt wieder? Also quasi, wenn wir beide gleichzeitig dran ziehen an dem. Verzeiht meine lapidare und lapse Sprache, natürlich meint sie mit Auftreten herausziehen. Das ist Ja, nicht so laut. okay, Dann dann. machen wir das so. Gut, als ihr ins Auto einsteigt, seht ihr als letztes von der Drohne, bevor sie sich auch dann entfernt und irgendwo hinfliegt, dass, wie hieß er, der andere Guy, ach nee, die andere Frau war das ja, rauskommt, offenbar, um sich umzugucken, was mit der Orlowski passiert ist und erstmal eine Trollfaust im Gesicht hat. Schickt der Makarov mal eine Nachricht, dass sie damit aufhören kann. Wieso? Das ist jetzt eh keiner mehr da. Und ich möchte jetzt auch Ja, gar okay. keine Nachrichten mehr schicken an die, Ja, hast weil ja recht. wir sind durch mit ihr. Wir haben gesagt, das ist es und wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind durch. Ja. Das? Ja. Frage, hast du die Möglichkeit gelassen, dass sie dir antwortet? Du hattest immer Nummer unterdrückt und so, ne? Naja, also den Wegwerf-Comlink halt benutzt. Okay. Du kriegst eine Nachricht von ihr, korrekt von euch. Dann Korrekt geht von sie Ihnen. übrigens. Also sie legt die Frau quasi, oder nee, ist korrekt von dir, schreibt sie. Sie legt die Frau in die Produktion, bei der ist sie etwas zärtlicher, macht die Tür zu und geht. Kann ich weiterhin begutachten, wo sie hingeht jetzt? Also sprich, Vicky wird ja ihre Drohnen mit sich nehmen, garantiert. Das heißt, ich wäre nur möglich, mit ihr über Comlink zu gucken, was sie macht. Ja, Ach, das by the way. Comding schon so oft gehackt, Alter. Moment, wir sind im Auto, sprich, wir brauchen nichts mehr. Wenn das Auto 5 Meter, na, 50 Meter weg ist aus dem Kameraradius, reboot ich mich und remove somit meine Marks erstmal.
Okay, Und dann. Düst, du kannst sie jetzt leider nicht beobachten, da in diesem Auto ein relativ hochwertiger Jammer ist. Oh fuck. Jojo Okay. kümmert sich ums Saubermachen der gesamten Technik und huscht über alles mit RFID-Löcher drüber und entdeckt und bla, ne? Wie auch immer. Was Sehr auch immer schön. dafür nötig ist. Ja, bei den Rigger-Kontrollen ist es ein bisschen aufwendiger, ansonsten passt das schon. Ja, was ihr so an Kram für euch kriegt, das machen wir später. Vielleicht schreibe ich es ins Forum. Und ihr fahrt. Das ist eine relativ gemütliche Fahrt. Das war irgendwie zu einfach. Ich habe das Gefühl, da kommt noch was. Abwarten. Ja, ihr kommt irgendwann an dem Punkt an, wo sie sagt, so, ich müsste noch zwei Straßen weiterfahren, würde da meinen Typen treffen, der uns das Zeug abnimmt und dann kriegen wir die Kohle, aber dann müsst ihr leider aussteigen. Und dann? Dann komme ich mit der Kohle zu euch. Aha. Der will bloß niemanden sehen. Okay, verstanden. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Donskoy. Ach so, in Donskoy. Ja, Wir sind dann schon wieder aus, holt die Street 11 Jojo sich, raus. nimmt Jojo schon mal ihre Sachen aus dem Auto. Ja, Bilse auch. Also, so ein paar Sachen nimmt sie auch mit jetzt aus dem Auto. Also, ich sag mal so, das, was sie aus den Spinden hat, das lässt sie gar nicht da. Also, das wird ja eh nicht vertickt. Sie hat dann die Ja, Moment. Sachen aussortiert schon mal, die irgendwie nicht vertickt werden. Richtig, du hattest ja noch genug Zeug, was du für dich selbst haben wolltest. Das haben wir ja definitiv noch während der Fahrt voneinander getrennt. Du Das Zeug meinst lassen die wir zwei verkaufen. Lasermikrofone, 25 Mikrofone, 25 Minikameras, zwei Materialien, also Materialien für Störsender, RFIDs und Material für einen Sequencer, sowas in der Richtung? Ja. Und du hast war ein noch ganz wichtig vergessen, Materialien für die Schamhaardrohne. Es tut mir sehr Hä? leid, aber die hatte ich nicht hier draufstehen. Die habt ihr leider nicht What? eingesammelt. Ihr habt eher so Das war Sachen, doch. die Geld bringen. Das war doch die Idee von dem ganzen Run, dass wir die Drohne bauen. Tschüss. Ja, die kann ich mir auch. Mit dem Geld kann Das ich mir die Sachen war doch. kaufen. Also. Mit dem Geld, das ihr habt, baut Flummi dir drei davon. Ja, super. Komm, war ein Spaß. Ich habe gedacht, du würdest das lustig finden, aber jetzt es ist okay. Ich verstehe jetzt schon, das Nee, ich finde dich macht einfach gut Sinn. scheiße. Ja, ich merk's. Immer mehr zeigst du dein wahres Gesicht. Okay. Auf geht's. Und es Ja, ist also ich. bartlos. Ihr steigt aus und Vicky, das will ich nicht gehört haben, haut mit der Kohle ab. Kommt nach 12 Minuten wieder. Echt so schnell? Ja, ist ja, ne? So, jetzt müsste ich mal ganz kurz zusammenrechnen. Sagt Ach ja, Vicky. plus die Creds, ich sag euch gleich das Ganze mit den Credsticks, ne? Zusammen. Ach so, Jojo hat da noch gar nicht drauf geguckt. Das macht sie jetzt bei Ja, das Umrechnung. machst du ja jetzt nebenbei, nehme ich an. Ja. Was ist denn auf den Credsticks alleine drauf? Das interessiert mich jetzt mal. Insgesamt, was hast du gesagt, 4 oder 5? Ich glaube, 4 Credsticks hattest du gesagt. 4 Credsticks, Junge, Junge, Junge. Nur auf den Credsticks? Nur auf den Credsticks. Awesomeness. Das ist ja schon Dankeschön. fast ein Sinn, du. Ich glaube, er wollte halt wirklich lieb sein. Er hat eingesehen, Nee. dass wir Kohle brauchen. Oder er fickt uns gleich richtig. Ja. 75%. Ach, Idiot, warte. Moment, Flummi mal, also Jojo, hatten wir gesagt, von dem, was wir dem Schieber aufdrücken, so und so viel Prozent an Vicky? Oder haben wir gesagt, vom gesamten so und so viel Prozent an Vicky? Du mieses Drecksschwein. Wir hatten eigentlich gesagt, das, was wir zurückbehalten quasi, davon kriegt Vicky 20%. Aber Was? trotzdem kriegt sie von allem 20%. Das war die Frage. Das kriegt sie auch so. Warum lacht der Spielleiter denn jetzt? Das ist so geil. Jetzt seid ihr echte Runner. Ihr könnt euch mal kurz auf die Schulter klopfen. Warum denn? Na, das klang jetzt so wie, also Vicky, ist ja alles schön und gut, aber die Credsticks, Junge, 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 die waren nicht ausgemacht. Nö, das Und habe von ich ja der gar Muni nicht kriegst du, gesagt. und es klang aber so schön, es klang Ach fast so so. ein bisschen Shadowrunnig wie Hidden Grid. Ach so. Ja, okay, Moment. Die ficken sich Ja, bei der teilweise Muni, da richtig wird hier. Jojo ehrlich gesagt erstmal Vicky fragen, ob sie die Muni haben will. Also ob sie nicht die Muni, aber ob sie einen Teil davon haben will. Ja, na Die klar. ist doch auch richtig Asche wert, oder? Die Muni. Also ich Ohne meine, Billy kennt sich schon Abzüge. nicht aus. Entschuldigung. Nee, Die was? Muni habe ich jetzt nicht mit eingerechnet, weil ich nicht annehme, dass Jojo die verkaufen will.
Nee, die wird Jojo nicht verticken, aber sie wird trotzdem pflichtschuldig fragen, ob jemand davon was haben will. Gut, Vicky kommt erstmal zurück mit einem Credstick, der zusammen mit dem, was du noch hast, lächerliche 11K preisgibt. Okay, das ist doch schön schon mal. 11K ist schon mal schön? Schön. Das ist Ich glaube, ihr gut verdient hier mehr Geld. als bei dem Zenith-Run. Wesentlich. Ja, ich habe ja jetzt nicht gemeckert. Ich habe doch gesagt, schön. Was soll ich denn sagen? Ja, ich möchte bitte, dass du mir die Eier leckst vor Freude. Mann, das hat jetzt 18 Sessions gedauert, bis wir den Scheiß gemacht haben. Ich habe mein komplettes alles verloren, ja? Ich habe 65k rausgeschmissen, du Pissnelke. Und dann willst du, dass ich bei 11k sage, jippidi, und ich sag schön, und das ist ja trotzdem nicht genug, du Arschloch. Echt? Alter. Du wolltest nur wieder, dass ich einen Hissi-Fit krieg hier. War schon lang nicht mehr, hä? Pissarsch, ey. Jetzt, Ich liebe dich, ich liebe dich naja. so sehr. Ist klar. Wie ich hier meine Herztroppe gleich wieder raushole. Schlimm. Diese dreckigen. Das ist die schönste Stelle unserer gesamten Spielzeit. Ah, ist immer dasselbe. Warte mal, es gibt noch ein Hissi-Feed, wenn es ums Karma geht, wahrscheinlich gleich oder so. Nee, aber Das glaube nur, ich nicht. Du doch, meinst Flummi. für Flummi. irgendwie 18 Spielsessions? Gibt er uns 2 Karma oder so? Ihr habt doch 11 K Okay, bekommen, ihr sowas. Pisser. Halt doch die Fresse. Also, 2 Karma halte ich für ganz schön viel. Hatte ich überhaupt keine Probleme bisher. Wir haben alle unsere Probleme hervorragend gemeistert. Egal, wir sind auch noch nicht fertig. 11 K macht, wenn ihr von Vicky von allem 20% geben wollt, 8,8 für euch. Pro Insgesamt. Nase, ne, insgesamt 8,8, ja. Hä? Auf Also dem Credstick, 4,5. den Vicky mitbringt, sind 11K Mit, nein, plus. nein, mit dem auf dem Credstick plus, was du hast, sind 6. 11 insgesamt. So, das ist aber wenig. Gell? Das Nein. ist jetzt aber echt wenig. Also Also, ungefähr das, was passte. Moment, du Weil sagst. nicht alle Materialien da waren. Ihr habt euch ja gar nicht richtig umgeguckt. Das, was ihr hattet, war nicht alles besonders. Also, das muss ich fairnesshalber dazu sagen. Jojo hat's entdeckt. Die Qualität war nicht immer hundertprozentig von dem Scheiß, den du da hattest. Ach so, ja, okay, Ich gut, sag's dann. anders, ihr wurdet nicht beschissen. Okay. Okay. Also wir haben jetzt 4,4 pro Nase. Das Ganz ist recht. Bottomline. Und Und? 50 Schuss Explosivmuni und 40. ein Röhrchen, ach, 40 waren's, ich sollte mir sowas mitschreiben. Und ein Ja. Röhrchen, ja, also ein Röhrchen habt ihr. Und Datenchips, stimmt, Datenchips gibt ihr noch. Stimmt, da hat Da Jojo wollte noch ich nicht drauf drauf gucken. geguckt. Ich habe Angst, dass das BTLs sind oder sowas. Und Amphetamin. Ach stimmt, Amphetamin das haben wir habt auch ihr auch noch. noch. Das werde ich bei Zeiten auch noch an den Mann bringen. Ja. Passt auf. Strecken für erstmal. Gut, also Vicky Vicky. kriegt ihre 20% oder Nee, wie viel Vicky auch immer zieht sie sich will. erstmal von dem ohne deins, also von den 5K, zieht sie sich erstmal ihre 20%. Leute, cool. Naja. Du kriegst noch ein bisschen was. Wieso? Naja, weil ich da ein bisschen rumgeguckt habe und sie hält einen Credstick hoch, sowas hier gefunden habe und da ist auch noch ein bisschen Kohle drauf. Cool. Machen wir das jetzt gerade alles auf der Straße hier im Van oder was? Im Van, Im Van. wo man nicht reingucken kann. Okay. Zieh dir mal 1200 ab. Also, was ist, das ist euer erstes eigenständiges Ding, habt ihr gesagt? Also, schon ein bisschen neidisch. Wieso? Ja, bei mir lief es am Anfang nicht so gut, aber super, krass. Ich glaube, die Makarov wird jetzt auch nicht ausrasten. Jupp. Wir werden da noch was in der Presse von hören, garantiert. Vor allem um den Doc. Aber schauen wir mal. So, wie viel hat Na, jetzt wenn sie jeder von überhaupt zu uns ihm noch gekriegt? hinkommt. 8.800, ne? Insgesamt jeder von euch 4, 4, 4. 4, okay. Verdammt! Ja. Das war ein schöner Versuch. Nett. Ich bin trotzdem dafür, dass wir jetzt den erstmal vielleicht den, also ich würde gerne den Scatter machen. Wo soll ich euch absetzen? Jojo gibt dir Puh. eine Adresse. Okay. Wenn noch irgendwas ist, bin ich natürlich und so weiter, ne? Ja. Mhm. Alles klärchen. Haus. Haha. Sollen wir Dös, erstmal. dös, dös, dös. Das ist leider ganz wichtig, bevor du diesen Satz zu Ende bringst. Nicht nur, weil ich dich unterbrechen möchte. Du hast keine Arschloch. Marks mehr auf dem Host, aber Bescheid. Das File wird gelesen, meinst du? Dass Ja, der. er hat sich mal bequemt aufzustehen. Ja gut, es ist mittlerweile wahrscheinlich 5 Uhr morgens oder so, dann wird er Also die Sache sich. ist gelaufen, ist die. Jo, das ist ein bisschen spät jetzt, um dass der noch was machen könnte damit. Also, die können Er jetzt kann nochmal sich eine denken, Investigation. Junge, 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 das ist ja doof.
Nein, das dauert jetzt eh noch ein paar Stunden, bis der überhaupt mal auf die Idee kommt, dann wirklich Alarm auszulösen oder so. Der sieht den Alarm, denkt sich, ja, da gucke ich gerne mal drauf, wenn ich einen Kaffee trinke, und dann guckt er sich den an später, und dann sind eh alle Technomanie-Spuren schon verflogen. Entschuldigung. Er denkt sich, was? Junge, 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 heute ist Donnerstag, ich arbeite Sonntag. Ich glaube, das haben die nicht verstanden, die Arschlöcher. Ist der Gunfist verwandt? Ja, hier, ist ein entfernter Verwandter. Cannonfoot. wie viel Amphetamin ist denn das? 5 Gramm. Oh ja. Das ist nicht viel, aber du bist ja halt immer noch nicht sicher, was es ist. Ja. Wir Selbstproben. Wen kenne ich denn, der extrem gut viel Drogenverstand hat? Boah, eigentlich ist es. Drogenverstand ist schön, aber wenn du wirklich wissen willst, brauchst du immer mit irgendeinem Analysegerät. Ja, was denn deine Doktorandin da, die mich zusammengeflickt hat, nachdem Olga. Die Milf? Das könnte genau. Sein. Ah, oh, dann will die wieder Geld. Oh, du hast das. Das wäre gut. Trotzdem. Olga, Olga, Olga. Olga, Olga. Das ist 5 Uhr morgens, ich rufe die später mal an. Ja, was? Sollen wir jetzt nicht, also wenn wir jetzt das ganze Zeug irgendwie verschachtelt haben, sollen wir irgendwie noch einen trinken gehen jetzt oder so? Ich dachte, Vicky ist schon weg. Ja, okay. Sie hält gerade an. Ich würde das gern die nächsten Tage mit euch machen, aber du weißt, ich bin ein bisschen paranoid und ich fühle mich gerade sehr unwohl und ich würde jetzt erstmal gern. Okay. Jojo, kann ich mit zu dir? Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich überhaupt zu mir fahre, aber. Wo willst du hin sonst? Ja, überlege ich gerade. Oh nee, dahin nicht, dahin auch nicht. Ja, 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 ja. Billy, tust du mir einen Gefallen? Hm? Scannst du uns mal eben kurz ab, ob noch irgendwas an uns ist, das sendet? Dein Comlink sendet, deine ja. Chips, die du dabei hast, senden, die ich senden nicht die kenn. Chips? Welche? Die RFID, die Datenchips? Nö. Okay. Irgendwelche RFID-Dinger, auch irgendwas Verstecktes, irgendwas Komisches. Es wäre nett, wenn du dich da nochmal anstrengen würdest, weil... Ich streng mich an. Again? Again? Soll ich das... Du schreibst mir das jetzt, das heißt, dass Flummi das nicht wissen darf, oder? Ich hab dir das nur geschrieben. Weil Jojo es nicht weiß. Ach so. Nicht, weil Flummi es nicht wissen darf, sondern weil Jojo es nicht weiß, vermutlich. Sind das dieselben Daten wieder, die ich schon damals aufgefangen habe? Nee, sie gibt nur eine Statusmeldung. Aktiv, online quasi. Deine Buchse sendet schon wieder. Hä? Deine Datenbuchse ist auf on geschaltet, dein Wi-Fi ist schon wieder an. Wie? Warum passiert mir da nichts? Keine Ahnung, weil die Naniten vielleicht arbeiten vom Doc. Aber der hat gesagt, das darf nicht mehr, das geht nicht mehr online jetzt. Dann hast du es angeschaltet bei irgendeinem dummen Zufall. Wieso habe ich denn irgendwas angeschaltet? Fuck! Sag mal... Seitdem du diese Anfälle hast mit ich hacke Leuten den Kopf ab und dann kommt so jemand der vorbei und sagt, ich hab Nyen und so, weißt du noch? Hä? Deine Magiescheiße, die du mittlerweile machst. Ja, und? Hast du mal seitdem mit dem Doc geredet? Nö. Ich hasse es ja, dass ich manchmal die offensichtlichen Sachen dir tatsächlich erklären muss, weil ansonsten bist du normal ziemlich schlau mit allem, aber so Sachen, da denkst du nicht dran. Ich will da nichts. Ich sag da nichts zu. Kollegen, ich gehe davon aus, dass diese Konversation geführt ist, wenn Vicky schon weg ist, ne? Ja, ja. Gut, also der fahrende Gemma ist schon mal weg. Dir ist bewusst, dass ich mich jetzt sofort ins Auto setzen und in ein Gebiet fahren werde, das keine Matrix-Verbindung hat. Ich wiederhole, keine Matrix-Verbindung. Oh. Das Billy kann auch einen Störsender quasi aus ihrem Kopf oder ihrem Comlink machen, der ihr erlaubt, selbst noch weiterhin in die Matrix zu gehen. Der kann sogar nur die Frequenz der Datenbuchse zerstören, wenn er Bock hat. Okay, ich störe, also ich erkläre das natürlich Jojo, dass ich das machen kann, also und versuche dann diese Aktion auszuführen. Die Datenbuchse sendet nicht mehr. Nur so aus. Schaltet ihre Datenbuchse aus. Die Datenbuchse sendet nicht mehr. Jetzt zweimal. Wir sind jetzt erstmal geschützt, so gesehen, mit der Frequenzstörung, die ich hier mache. Mach mal eben, aus, bitte, dieses Stördingsbums. Okay. Ist aus. Datenbuchse bleibt aus. Okay. Interessanter Scheiß mit dir. Ansonsten sendet nichts mehr an uns, ne? Wieso ist denn das jetzt so? Was weiß ich? Du lässt mich ja nicht auf die Protokolle drauf zugreifen. Vielleicht steht ja was in den Protokollen drin, warum die angeht. Ich meine, so eine Datenbuchse hat ja auch Logfiles.
Man könnte mal versuchen, deine Datenbuchse auszulesen, um zu sehen, was in den Logs drin steht, warum die einfach angegangen ist. Vor allem zu sehen, wann sie angegangen ist. Das wäre mal interessant zu wissen. Verstehst du? Pass auf, ich gehe mir jetzt mal kurzzeitig einen Störsender organisieren, falls sowas Schon nochmal wieder? passiert. Hattest du nicht schon mal so ein Scheißkästchen am Kopf hängen? Ja, das habe ich nicht mehr. Ich hab, bin ja davon Wieso hast du das ausgegangen, nicht mehr? weil sie das wieder vertickt hat. Weil der Doc ja die Naniten und den ganzen Krams gemacht hat und sie dafür eine Menge Kohle geratzt hat. Das heißt, sie geht davon aus, dass die Dinger funktionieren. Und sie hat dann dieses Ding weiter vertickt Das, was sie an. gebaut, nein, sie hat die Einzelteile weiter vertickt. Die ist ja dumm. Okay. Na, wieso ist sie dumm? Jojo, du hast. Das hatten wir Warte, uns pass auf, damals pass auf, pass auf. ausgemacht. Pass auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Pass mal auf. Du hast Materialien aus dem Lagerhaus geklaut, um dir einen größeren Störsender Ja. 2 zu bauen. Du hast da Zeug, um dir einen kleinen zu bauen. Das ist überhaupt kein Ding. Ja, aber das braucht Zeit. Natürlich braucht das Zeit. Und für diese Zeit braucht sie einen Störsender. Und den kann sie sich jetzt teilweise zumindest mal kurz ausleihen fahren. Von wem denn? Alex, die haben doch genug davon. Stimmt, die haben richtig viele Störsender. Na, sie haben zumindest einen, der ihr erstmal reicht, Nee, die damit haben sie sich richtig in Ruhe. viele, die müssen Sachen verschieben, da brauchen die auch Störsender. Siehst du, das heißt, einen werden die wohl mal kurzzeitig entbehren können. Ja, wenn du mal kurz auf die Knie gehst, ist das bei einer Gang immer okay. Hä? Und bettelst. Oder so. Klar haben die einen. Siehst du? Das heißt, sie ruft jetzt mal irgendwie Alex an. Moment, wie spät war's? 5 Uhr morgens. Warte mal kurz. Sie wartet noch, bis Zu sie zu einem. spät. Okay. Entschuldigung. Ja, brauchst dich ja nicht entschuldigen, dass wie früher, als du angefangen hast, irgendwie auf die Partys zu gehen, dann immer sturzbesoffen erstmal durch die Tür gefallen bist, ey. Aber da hatte ich noch die Möglichkeit, dich ordentlich zu verwackeln. Was ist denn? Jetzt geht das nicht. Kannst du mir einen großen Gefallen tun? Mir selbst eine runterhauen, das mache ich später. Kannst du dir bitte jetzt eine klatschen? Nee. Pass auf, das tut mir sogar fast ein bisschen leid, dass ich so früh anrufe, aber ich bräuchte ganz, 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 ganz dringend einen Störsender. Temporär, mal kurz, irgendwie, bis ich mir selbst einen zusammengezimmert habe. Ja, aber dafür wächst du mich nicht. Pass mal auf. Also, dafür hast du mich schon geweckt. Aber ich meine, dafür werde ich nicht aufstehen. Weißt du, wo mein Motorrad steht? Ja. Na, siehst du. Da gehst du hin und schraubst dir den raus. Der ist unterm Sattel. Alles klar. Cool, danke. Bis später, die Tage, wie auch Ja, immer. warte mal, wenn jemand dir blöd kommt, weil du an meinem Motorrad rumfummelst, dann gehst du zu dem hin und klatschst ihn auf den Hinterkopf und sagst, der Großmeister hat gesagt, das ist okay. Und dann glauben die das nicht. Machst du das nochmal und dann wissen die Bescheid. Alles klar. Du, ich, es kann sein, dass ich nicht alleine komme. Es kann sein, dass Billy mitkommen muss, weil wegen Störsender und bla und Gedöns, so weißt du? Ja, er soll sich eine Mütze aufsetzen, ist mir egal. Ich sag's ja nur. Nee, ist richtig so, das ist sehr gut. Das ist sehr schön, er soll sich eine Mütze aufsetzen. Gut. Danke. Bis denn. Sie legt auf. Okay. Ich weiß jetzt, wo ich zumindest temporär einen Störsender herbekomme. Und da musst du mich nur leider begleiten. Wieso leider begleiten? Na, weil du mein Störsender bist. Ich hab doch gesagt, ich möchte jetzt nicht getrennt werden, anyways. Was möchtest du nicht? Getrennte Wege gehen Ach momentan. so, Also gut, war dann doch musst du klar, dir dass jetzt ich eine. mitkomme. Alles klar, das heißt, du musst dir jetzt eine Mütze aufsetzen und dann fahren wir nochmal nach Chavrino. Nur zur Information, ich glaube, da bist du nicht informiert drüber. Ich habe den Beanie an, die Skimaske. Das hatte ich auch schon das letzte Mal Ja, aber den gesagt. solltest du jetzt ausziehen. Den Beanie? Hä? Deine komplette Skimaske, die dein Das gesamtes ist das, Gesicht das, bedeckt? na, passt schon, es ist eine Mütze, die passt. Okay, gut, dann ist mir Wurst. Dann muss Jo noch irgendwas wegdingsen, umdingsen, andingsen. Nee, sie kann Sie jetzt sollte mal. erstmal den ganzen Scheiß in ihre Wohnung schaffen. Richtig, sie muss erst mal den ganzen Scheiß in ihre Wohnung bringen. Auf geht's. Okay. Ja, passt. Tüdelülülülü. Ja, genau. Ja. Hier, warte. Warte, warte, warte.
Danke. Gut, Sachen Ihr steht weggebracht. neben dem Motorrad und habt den Störsender ausgebaut, weil ihr wolltet ja nichts mehr machen jetzt, oder? Nö, hervorragend. Gut. Ja, Jojo baut alles soweit wieder zusammen und zischt dann ab wieder nach Hause. Oh, verdammt. Wie ist denn das passiert? Ja, okay, also ihr seid zu War Hause. gut. Jojo baut sich jetzt einen Störsender zusammen. Ah, easy. Gut. Ist ein bisschen, also, man ist ein bisschen müde, aber naja. Oh, ihr habt natürlich die Möglichkeit, Erst zu schlafen. ja, das ist eine Möglichkeit, die besteht. Ihr habt auch die Möglichkeit, euren Wachheitszustand mit etwas des Amphetamins zu verfeinern, das ihr fandet. Du meinst Amphetamin, von dem ich nicht genau weiß, was es ist? Nein. Das hört sich nach Spaß an. Also ich finde, das hat die Sachlage begriffen. Tu dir keinen Zwang an. Jojo kocht sich noch Ernsthaft? mal so einen Kaffee mit ganz viel Zucker. Ernsthaft, hast du nichts dagegen? Mir ist das egal, aber ich trag dich hinterher, also du musst dann hinterher damit leben, dass ich dich zum Arzt trage. Ich weiß nicht, was das ist. Hm. Du bist alt genug, um zu wissen, was du tust. Naja, also wenn ich wüsste, was ich täte, dann wäre das. Naja, gut. Nee, ich werde das Risiko auch nicht eingehen, wenn der Spielleiter schon wieder so lacht. Hey, weil der Spruch so lustig war. Ja, der war ja so lustig. Hahaha. Wie lange hatte Billy denn eigentlich kein Speed mehr? Ich meine, Ganze Weile. wie ermüdend das ist zu gucken, wie Jojo da arbeitet. Junge, Junge, Junge. Ich kann mich ja hinlegen. Ja, Und aber vielleicht gibt Laser. mir Jojo die Datenchips, dass ich da mal drauf gucke in der Zwischenzeit, ob da Ja, irgendwas das kann ich bei kommt. auslesen, das ist ja noch langweiliger. Wie bitte? Shit. Und die Kaffeetassen, die sind, da kannst du auch keinen Kaffee trinken, die sind ja alle eklig. Willst du nicht nur kurz mal die Nase reinhalten? Quasi Du mal ein meinst, ich soll. Schnupperkurs. Du meinst, ich sollte mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln? Nein, das sollst du nicht machen. Billy hat keine Abhängigkeit und bisher hatte sie sich immer sehr gut, relativ gut im Griff. Passt schon. Okay, Datenchips. Ich schreibe mir jetzt einfach mal auf, ganz viele Datenchips. Ach ja, und ich lasse Nachrichten im Hintergrund laufen, um zu sehen, was passiert. Hihi. Gar nichts. Jetzt, bis jetzt, ja. Den Datenchips sind sehr witzige Sachen, sehr interessante Sachen darauf. Auf den Datenchips sind verschiedene Überweisungen drauf, die hauptsächlich an, also Spenden sind da ganz viel drauf von verschiedensten Klein- und Kleinstfirmen, hauptsächlich im Bereich der Elektronik, die, Billy hat derzeit, kann noch ein bisschen Datensuche machen, offensichtlich erstmal nichts mit hier dem Konzern zu tun haben. Aber. Es sind relativ viele Bilder von verschiedensten Personen drauf, darauf komme ich gleich. Es sind Lokalitäten benannt, zum Teil mit verschiedenen Stichpunkten, die sie wohl auch in verschiedensten Stadtteilen und manche sind sehr in wohlhabenden Stadtteilen, sind auch tolle Gebäude, manche sind halt eher ein bisschen abgeranzt, die mit verschiedenen kriminellen Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden. Warte, ganz kurz was nachgucken. Naja, oh Gott, meine Übersicht ist so behindert. Ich glaube, am 30. April, genau, am 30. April ist da auch eine Überweisung aufgezeichnet, einem etwas höheren Wert als die anderen. Das waren so ungefähr 10 oder 9K oder sowas in der Richtung. Übrigens, das ist der Tag, wo ihr eingebrochen seid bei Zenit. Genau, die Personen, da handelt es sich um verschiedene, auch manche abgeranzte Leute, manche geschäftstüchtige Menschen, manche Banker, also das geht auch in etwas höhere Schienen rein. Also manche von den unteren tragen so ein paar Worry-Tattoos, einer von denen ist Fedora, solche Haben Sachen. wir jetzt gerade Worry-Kohle abgedingst? Ihr habt gar keine Kohle abgedingst. Die Achso, Daten gut. sehen nicht aus, als wären sie von der Wori gemacht, sondern hauptsächlich über die Wori, also über die Oh, nette Wori. das heißt, die können wir dann an die Worry zurückgeben. Das ist gut. Das sind übrigens Daten, die Billy hat ein bisschen Zeit, bla bla bla. Also über die Wori Ermittlungen zu führen, ist nicht immer ganz einfach, gerade weil die genug Spitzel haben und das mitkriegen könnten und das ist nicht immer schön, aber deswegen legt man die vielleicht irgendwo ab, wo die Wori vielleicht nicht unbedingt hinguckt. So Ermittlungsdaten. Billy? Ja.
Wir werden damit hingehen, wenn wir unsere SIN besorgen. Das wird hoffentlich bald der Fall sein. Und dann Und werden dann wir das. Rabatt. Ey, ich glaube, damit können wir uns vielleicht einen kleinen Rabatt aushandeln, Oder größeren. ja. Warten wir erstmal ab, was sie uns dafür geben, irgendwie dazu fordern, dran zu gehen. Es wird immer als sehr vermessen betrachtet, aber wenn Nein, wir nein, das nein, nein. als kleine Aufmerksamkeit mitnehmen, dann werden sie uns vermutlich dankbar sein. Und das sollten wir dann auch schnell erledigen, weil das mit Sicherheit Daten sind, die für die von doch recht hoher, von recht hohem Interesse sind. Oder lieber spielgeleiteter, sehe ich das jetzt gerade völlig falsch? Nee, ne? Hast du mir gerade zugehört? Ja, Ermittlungsdaten und so. Also ich meine, da stehen schon relativ präzise Sachen drin. Da stehen zum Teil auch bei den Personen Sachen drin. Wo waren die? Was haben die dann gemacht? Offensichtlich. Mit wem haben die sich getroffen? Damit in Verbindung Wie gebracht, manche spät ist es Überweisung und so ein jetzt? Shit. Früh um 7? Nie zu spät, um die Woche anzurufen, dass die Bullen zu viele Daten über sie haben. Richtig. Oder zu früh. Ja, damit würde ich nicht angehen, aber entschuldigt mich mal ganz, ganz kurz und danach ruft sie Fedor an. Da würde ich auch mal kurz zur Toilette gehen. Ja, dann mach doch einfach mal beide. War Das das doch heißt ja. keine Falle vom Spielleiter? Nö. Der wollte uns mal lieb heute. Ja, ich glaube auch. So zum Abschluss macht er nochmal alles fein. Dafür waren meine 4 Edge-Erfolge gut. Wieso 4 Edge-Erfolge? Du hattest nur 2, oder? Nee, nicht am Anfang. Ganz am Anfang, als der Spielleiter sagte, würfelt mal so und so viel Würfel und du mich hast Ach. würfeln lassen, da hatte ich 4 Erfolge. Das war ein Meinst du, das Edge-Wurf. war? Meinst du, das war dafür? Möglich. Hm, wir werden es nie erfahren. Ja, bitte, meine Beste. Ja. Wenn die Zeit jetzt ist, dass man das tun kann, dann ruft sie Fedor an. Ja, früh um 7 halt, ne? Kann man ihn Ah ja. anrufen? Können kann man vieles. Es geht schon. Eigentlich ist es sogar später, fällt mir gerade auf, mit den ganzen Wegen. Kannst du auf jeden Fall anrufen. Und dem Basteln, während Ja. deren. Und Gut. suchen. Fedor, 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 Sekunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Können wir uns treffen? Es wäre wichtig. Das ist immer komisch. Wäre es nur wichtig? Nee, ach komm, das lassen wir jetzt. Dafür ist es tatsächlich noch zu Es früh. ist wichtig. Es ist wichtig. Na, wie soll ich dann nein sagen? Klar können wir uns treffen. Kommst du zu mir? Alles klar, ich werde nicht alleine kommen. Die Dame, die Was? beim letzten Mal schon mit war, wäre auch wieder dabei. Du hast Ist wieder inzwischen dabei. Angst, allein zu mir zu kommen, ja? Nee, eigentlich nicht. Nur dieses Mal ist sie damit involviert, deswegen. Involviert. Oh, das klingt auf jeden Fall nach Arbeit. Jein. Jein, das ist sehr schön. Kommt gern vorbei. Es wird jetzt vielleicht noch ein bisschen früh für Whisky sein, aber ich habe dem Teufelszeug sowieso abgeschworen. Oha. Oha. Ich bin erstaunt. Ja. Gut, bis später. Bis später. Sie legt auf. Ha? Das hätte ich beinahe vergessen. Warte, lass mich ganz kurz überlegen. Ich nehme den Hand, den Finger, Gott, ich war zu lange wach. Den Finger wieder von dem roten Hörer runter. Ja, was hast du vergessen? Ja, okay, passt. Komm vorbei. Darf ich jetzt auflegen? Oder vergisst du noch was? Diesmal vollständig. Alles klar. Sie legt auf. Gleich. Los, komm. Bitte, Wir bitte, haben eine Moment. Erst Verabredung. du und ich erstmal duschen, unabhängig voneinander und umziehen. Wir sehen beide aus wie die dreckigen Nächtäus. So, von dem her. Stimmt. Ich muss noch einen Kaffee trinken. Geh schon mal Ja. duschen. Ich koche mir noch einen Kaffee. Bitte, Willst du mir auch einen auch. haben? Ja, aber nicht so einen starken. Machst du bitte mal einen, sagen wir mal, einen halben Jojo. Alles klar. Dankeschön. Ich dusche mal eben und ziehe mir andere Klamotten an. Ich sollte bei dir einziehen, ehrlich gesagt. Nee. Ja, ich weiß, das Thema hatte man schon mal. Richtig. Nur ich brauche jetzt einen doppelten Kleiderschrank so Ich langsam. hab Aber ich habe noch dich Sachen im Bumsbuddy. gern Schnuckiputzi, Ja, aber ich ja, ja, glaube, ja, das wird ja. nix. Lüg nicht rum. Ist so. Ja. Gut, Es liegt hau nicht rein. an dir, es liegt vielmehr an mir. Ja. Es ist nicht deine Schuld. Via SMS. Gut, ja, Billy duscht, gibt dann sich einen Kaffee, wartet bis Jojo fertig ist und weiß nicht, Jojo, ob du noch was machst. Duschen, Kaffee trinken. Ja. Auf dem Weg frühstücken. Ja. Lecker Fisch am Stick. Nee, Marshmallows. Right, er hat's zum Ende hin. Sehr gut. Wir gehen hoch zu Fedor. Gut.
Wir gucken, Billy, guckst du auf dem Weg nochmal die Datenchips durch, ob da noch Ja. irgendwas Spannendes bei ist? Und Natürlich. dann, ja, Natürlich. wir haben die Datenchips selbstverständlich mitgenommen. Gut, ich muss aber jetzt nochmal ganz kurz. Wir haben keinen Rückspul-Sound. Das ist auch so eine traurige Geschichte, aber das ist vollkommen irrelevant jetzt. Denn. Guter Dü-lü-lü-lü-lü. Mann, es ist nicht so fürchterlich relevant. Ich meine, ihr seht, dass aus dem Haus von Jegor ein Fleischer rauskommt und abbiegt in einen Wagen Von steigt und Fedor, wegfährt. meinst du? Ja, natürlich von Fedor. Ich habe auch garantiert nichts anderes gesagt. Da kommt ein Fleischer raus? Da kommt ein richtig geiler Fleischer raus. Es sei denn, du kennst andere Leute mit nur einem Ohr. Ja, von Och. Allerdings, hatten die eigentlich noch irgend so ein kleidungsspezifisches Merkmal? Er ist auf jeden Fall für die Gegend passend, mehr oder weniger unauffällig angezogen. Jojo hält an. Es ist Was ist grün, los? Junge! Fahr mal weiter. Was hat denn der mit den Fleischern zu schaffen? Fragst du mich das? Ich rede gerade laut mit mir selbst. Okay, weil mich Im solltest du es auch nicht Auto. fragen. Ich dachte, du hattest mir mal erzählt, dass die Fleischer und die Worry wohl zusammengehört haben, mal, also manche Leute Die jedenfalls. andere Worry. Tja. Du meinst die wahre Worry Nein, das ist jetzt? nicht ganz richtig. Ach so, Die stimmt. Fleischer, die aus der Worry rausgegangen sind, sind aus der netten Worry raus, aber sind jetzt eher zugeneigt der bösen Worry. Ja, auf jeden Fall mögen die sich gegenseitig nicht. Also Fleischer und die Worry, zu der er wollt, sind eigentlich Leute, die sich gegenseitig gerne mal um die Ecke bringen. Und er hat Whisky abgeschworen. Das hat Jojo dir noch nicht erzählt, aber Ach das ist so. egal. Hattest du Ist nicht, ne? genauso schlimm. Gerade in einem Zwiespalt. Möchten wir jetzt hier Wurzeln schlagen? Ich weiß nur gerade ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Willst du rumdrehen? Ich. Wie sehr Eigentlich kannst du würde ich dem Typen gerne. denn trauen? Naja, ich meine, bisher. Ich kenne ihn jetzt schon eine Weile und bin bisher immer ziemlich gut mit ihm ausgekommen. Sagen wir es mal so. Und hatte der schon früher was mit Fleischern zu tun? Bis jetzt nie. Nicht, dass ich wüsste, aber Nicht, dass ich du weiß auch nicht wüsstest. über die Geschäfte Bescheid. Richtig. Also, aber es passt nicht ins Bild. Besonders jetzt nicht. Nicht um die Uhrzeit, meinst du? Nee, nicht um jetzt halt, wo es Stress gibt und so. Und das passt nicht. Meinst du, jemand lässt dich auflaufen? Pass auf. Fahr mal mit dem Wagen irgendwie. Moment, eine Frage schnell, Spielleiter. Kann ich noch mich dran erinnern, was Jegor für einen Fedor. Fedor. Figur. Jetzt hat er mich schon durcheinander gemacht. Nee. Was? Comlink. Hast du nie Sag. gehabt, glaube ich. Kannst du ihn von Doch. hier scannen, wenn du das willst. Nee, ich kann mich ja dran erinnern, was für eine Dings er hatte. Also Meinst du sprich, mit Dings, ich. wie gut das ist, meinst du? Nee. Als wir dort waren, kann ich mich doch dran erinnern, was das für ein Typ war. Also sprich, was der für ein. Meine Fresse, mir fällt es nicht ein, wie Wie es gut heißt. das Comlink war, was das für ein Comlink-Typ war. Nein, würdest du mich kurz überlegen lassen, dann fällt es mir auch wieder ein. Ich meine, damit ich ihn finden kann, muss ich erstmal wissen, nach was ich suche. Also ich muss ja sein ID schon mal gesehen haben, quasi auf dem. Also sein Comlink muss ich ja identifizieren können wieder, oder? Ja, sagen wir es mal so, du kannst, ihr steht dort in der Nähe, du kannst durch verschiedene Matrix, also du kannst deine jetzige ID analysieren, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Die hat sich geändert. Oh, und zu was? Ja, die ändert sich ja bei jedem Reboot. Wie zu was? Nee, ich rede die ganze Zeit von was anderem als ihr anscheinend. Persona, Dankeschön. Persona war das Wort, was ich gesucht habe. Persona, was hatte der für eine Persona? Jetzt plötzlich, alles klar. Ja, geil. So ein Industrieller aus dem 18. Jahrhundert in einer Bananenrepublik auf einer, na, in einer Hängematte mit schönem Anzug, Taschenuhr, Zylinder, Zigarre, Schnauzbart. Also ist eigentlich wie beim letzten Mal auch, oder was? Genau. Nichts verändert an der Stelle. Pass auf, Billy, ich gehe erstmal allein. Bleib mal mit den Daten und mit den Chips hier und Ich würde lieber gern wissen, ob der allein da oben ist oder nicht. Wenn da noch mehr Fleischer oben sind, dann gehst du da auch nicht alleine hoch oder zusammen oder dann gehe ich da gar nicht hoch. ganz genau. Das ist, was ich sagen wollte. Und das kriegen wir am besten raus, indem ich mich bei ihm aufschalte. Oder? Du hackst dich bei dem nicht aufs Comlink. Warum nicht?
weil das ein War ist. Wenn die das rauskriegen, dass du das gemacht hast, dann bist du ein Kopf kürzer. Und das meine ich wörtlich. Ja, und wenn du jetzt da hochgehst und da irgendwelche Geschäfte mit Dann den müssen wir mit das anders rauskriegen, aber nicht so. Okay, also Wenn da Kommando nichts zurück. ist, dann, wie gesagt, du bist dann ein Kopf kürzer. Das geht nicht. Und du bist ein Bis. Kopf, ja. Um das hier mal abzukürzen, du kannst, wenn die Leute ihr Comlink auf Schleichtfahrt haben, hast du trotzdem eine mehr oder weniger realistische Chance, Icons zu entdecken, sollten da mehr Leute sein. Okay, dann möchte ich nach weiteren Personas Ausschau halten in dem Bereich. Normale Matrix-Wahrnehmungsprobe. Jo, ohne irgendwelche Modifikatoren. Matrix war Computer und Logik, hast du gesagt, ne? Computer und Logik war also 8. Und Intuition, aber ist ja das gleiche. Antwort. Ah, Computer und Intuition? Plus 2, wie immer. Okay, also 10. Hast du in den Computer nicht nur 3? Nee, Computer habe ich 3, hast du recht. Also 9. Gut, Moment. Zwei Erfolge. Okay. Pass auf. Es gibt in der Wohnung, in der er sich befindet, schon einige Knoten auf Schleichfahrt. Es ist ein Comlink auf Schleichfahrt dabei, sein selbst ist nicht auf Schleichfahrt und mehrere andere Geräte, die Comlinks sein könnten oder auch nicht. Du bist ja nicht hundertprozentig sicher. Bei ein paar kannst du sagen, okay, klar, er hat irgendwie das Max-Schloss auf Schleichfahrt gestellt oder irgend sowas. Das ist klar, aber es gibt ein paar Sachen, die nicht hundertprozentig sicher sind. Okay, das sind mir zu viele. Ich sag's natürlich an Jojo weiter, dass da irgendwelche anderen Sachen auf Die Schleichfahrt sieht sind. gerade so aus, als würde sie nicht zuhören. Jojo? Du sagst trotzdem. Oh, Entschuldigung. Hä? Entschuldigung, Sag's mach weiter. einfach. Jojo war die Sage. Bitte? So, Billy sagt Jojo. Ja? Jojo reagiert nicht. Ich guck's an. Wie sieht's sie aus? Sie sieht gerade so aus, als wäre sie sehr angestrengt. Ah, OT, du bist gerade in Geistform unterwegs, oder was? Nee. Ascannen? Nein. Das ist nicht so schlimm. Mist, mir fällt gerade nicht so viel dazu ein, weil ich nicht genau weiß, was da geht, weil ich die ganzen Scheiße, weil ich den ganzen Scheiß noch nicht im Kopf habe und die Liste irgendwo abgespeichert habe. Sag einfach, was Jojo machen will, es geht doch eh schief. Wahrscheinlich. Sie will eigentlich nur wissen, fühlen. Sie weiß ja, wo seine Wohnung ist. Ob er alleine ist oder ob da noch andere sind. Irgendwie. Besonders Leute, die da nicht hingehören. Mit einem Ohr. Okay, pass auf, das wird jetzt folgendermaßen funktionieren. Du würfelst jetzt gleich einen W6. Eins ist, wie heißt's? Astral projizieren. Zwei und drei sind Feinde aufspüren, der Zauber. Der Rest ist ein anderer Zauber, der wird sowieso alles nicht klappen von der Macht. Und hinzu kannst du gleich hinterher würfeln. Heißt? Nimmst erstmal ein W6 und dann nimmst du deine 8 Würfel und oberst da richtig schön rum. Eine 3. Also Feinde erkennen jetzt, oder was? Ja. Erweitertes Feinerkennen. Wird das einen Zug geben? Geil. Zwei Erfolge. Brauche ich die Zauberliste nicht offen, kann man das mal sagen. Du hast sie mir sogar geschickt, aber ich weiß nicht, wo ich die hingeschmissen habe. Bist die beste Spielerin ever. Weißt du, wie lange es gedauert hat, das zu schreiben? So. Doch, da ist sie. Nee, Ja, doch echt? nicht. Doch, ha, ich hab sie. Oh, hab ich die nicht mehr gefunden? Habe ich aber jetzt ehrlich gesagt bloß so gesagt. Okay, da. Feinde entdecken haben wir überhaupt nicht drin. Na, das ist ja ausgezeichnet. Also nehmen wir einfach Individuum entdecken. Geht nicht. Leben entdecken. Okay. Das ist ja erbärmlich. Okay, pass auf. Ich brauche mal von dir einen magischen Beieffekt, bitte. Du brauchst von mir einen magischen Beieffekt. Ha, weil sie etwas entdecken will, pass auf. Um Jojo herum flackert es ein bisschen. Und ich glaube, Billy und zumindest Leute, die irgendwo da sind, die das sehen können, das weiß ich jetzt nicht, erkennen sowohl jetzt gerade ein eigenartiges Leuchten, als auch irgendwie komische graue Schemen, als auch irgendwie sowas um Jojo herum. Wir wissen damit vermutlich nicht viel anzufangen. Sie Gut, hat, du weißt gerade, was passiert ist, ne? nee, grauer Schemen.
Astralraum. Ah, Kurzzeitig Licht, sichtbar für alles alle, wenn sie jetzt schon klar. am Suchen ist. Ich finde, das passt super. Das passt sehr gut. Das heißt, Billy sieht selbst ihre astrale Aura. Das ist ja auch sehr interessant. Machen wir also wie immer zuerst mal Billy. Du hast so ein leichtes, nicht ganz unangenehmes Kribbeln im Magen und naja, also erstens, das alles, das ganze Auto ist grau. Also so ein, das Lenkrad hebt sich nicht wirklich von allem anderen ab, vom Atombrett oder so. Alles, was anzeigenmäßig ist, ist weg. Alle AR-Feeds siehst du, interessante Frage, trotzdem. Aber im Wesentlichen ist halt alles grau und leblos, außer dir selbst. Oh, du bist halt eine wabernde Gestalt in verschiedensten Farbformen, die sich so wie kleine Wirbelstürme irgendwie ineinander reinkreisend bewegen, wie eine Zyklone quasi. Und Jojo ist dasselbe, bloß richtig geil. Richtig geil, leuchtend und kraftvoll. Die erhält quasi das ganze Auto sehr stark. Genau, Flummi. Jojo, besser gesagt. Punkt 1. Du machst das Ventil ein Stück auf und lässt so ein wenig rauslaufen und versuchst irgendwie herauszufinden, ob bei ihm komische Leute sind. Richtig. Sehr schön. Du merkst, dass es ein bisschen anstrengend ist und das wird dich leicht erschöpfen, aber nicht sonderlich. Also im Gegensatz zu Hautabreißen ist das alles sehr, sehr easy heute. Du erkennst weiterhin, du fühlst weiterhin das Folgende. Jedes Lebewesen, das größer ist als eine Ratte, im Umkreis von 100 Metern inklusive Lokalisation, wenn die sich bewegen, bemerkst du auch das. Das Ganze ist auch relativ anstrengend, weil aufrechterhalten Zauber. Und es wird eine Weile dauern, bis du einordnen kannst, wo, wer, was, wie, warum ist. Aber jedes Lebewesen, du kannst nicht sehen, wie die aussehen, was das für, ob das Trolle sind oder irgendwas, wie die angezogen sind, weiß ja alles nicht. Junge, Junge, Junge. Aber du kannst relativ zu deiner Position ungefähr Leben erspüren. Und du kannst übrigens auch Hunde von Menschen nicht unterscheiden. Geil, sinnlos. Wieso, du siehst doch dann trotzdem noch, wer im Raum mit ihm ist oder nicht? Nee, ich bin ja nicht bei ihm im Raum und ich werde nicht 100 Meter, habe alles. ich gesagt. Ja. Es ist nicht ganz einfach, weil relativ zu deiner Position, bla bla, du machst es überhaupt zum ersten Mal, sagen wir mal, mit 70%iger Wahrscheinlichkeit ist er allein. Sie lässt den Strom wieder ein wenig abebben. Ach so, du Sinkt. willst hören, dass es aufhört, es hört auf. Ja. Sinkt dann erstmal ein wenig zurück auf den Sitz, schaut sich ein bisschen blass um, weil es einfach anstrengend war. Ich gehe da jetzt hin. Soll ich hier warten? Oder soll ich mit Das. hochgehen? Was? M-m. Warte mal hier und ich lasse die Chips bei dir. Na, deine Knarre mit Muni durch jetzt. Keine Sorge, das ist sie schon. Billy macht dasselbe übrigens bei ihrer Waffe. Sie nimmt scharfe Muni jetzt rein. So ein Ärcher, dass er die Explosivmunition nicht mit hat. Nee, ist Die schon würde für okay. Billys Waffe eh nicht gehen. Nee, Richtig. ich brauch die nicht. Lass mich mit hochgehen. Nein, das ist ein Gespräch, das ich mit ihm alleine führen muss. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob er mich jetzt gerade verarscht oder nicht. Es kann auch sein, dass es wirklich ein Unmissverständnis ist. Vielleicht ist das auch ein Spitzel, ein Informant oder irgendwas anderes. Das kann alles sein. Und ich will jetzt nicht, dass es irgendwie zu. Keine Ahnung. Lass mich eben wieder deinen Comlink grad slaven, damit ich Bildverbindung hab. Das ist gut, dann hast du wenigstens. Kriegst du es wenigstens auch noch mit, wenn irgendwas ist. Sie steht jetzt auf, steigt aus dem Auto aus und geht hoch. Flummi. Ja. Jojos Gemütszustand. Ich brauche mal ein paar Infos dazu. Jojos Gemütszustand. Sie ist sehr misstrauisch. Sie hat Schuldgefühle, weil sie gerade das Gefühl hat, sie könnte jemandem jetzt zu Unrecht was unterstellen. Andererseits ist sie aber auch wütend so ein bisschen, weil sie ja auch irgendwie andererseits das Gefühl hat, dass gerade irgendwas richtig schief läuft und dass da gerade jemand fett verarscht wird. Eine Mischung daraus eigentlich. Okay.
Von 1 bis Billy wird auf jeden Fall einen kleinen Schreck kriegen, weil neben ihr ein Kopf runterfällt im Auto. So ein Astralkopf. Wie sehr sind wir da auf einer Wellenlänge? Okay. Nicht Hä? mehr. Ich Wessen verstehe Kopf? gerade nicht, was du meinst. Ach so, du meinst, Na, jemand wird fett umgebracht. zum Beispiel. Na, sagen wir, wir sind im Moment noch so auf einer 5 bis 6 eigentlich, weil sie ja irgendwie zumindest noch auf dem Trichter ist, dass sie ihm eigentlich noch nicht unterstellen möchte, dass er sie verarscht. Sehr schön, das heißt, du bewegst dich auf das Gebäude zu, in den verspiegelten Fenster. Dafür sind sie gut, deswegen habe ich sie immer, sieht man, während du vorbeigehst, wieder ganz kurz das, die Gestalt deines Alter Egos aufblitzen. Mit einer gewissen Vorfreude. Oh. Naja, Ein wie gesagt, kleines also Kind sieht das und versteckt sich sofort unter dem Rock seiner Mutter. sie ist zwar emotional aufgeladen, aber sie ist jetzt noch nicht so kurz vorm Ausrasten, weil sie halt, wie gesagt, noch der Meinung ist, dass er sie vielleicht ja auch gar nicht verarscht. Also sie will es ihm eigentlich noch nicht unterstellen. 5 reicht mir vollkommen aus, deswegen passt das. Okay. Gut, du gehst hoch und klingelst und die Tür wird dir von ihm geöffnet. Also nein, sie öffnet sich automatisch. Er muss ja in seinem Sessel thronen und ein Zigarchen rauchen. Raphael 2. Das macht er schon eine Weile, offenbar. Einen erneut wunderschönen guten Morgen. Was kann ich für dich tun? Setz dich doch bitte. Was kann ich dir anbieten? Hi. Es gab kurzfristige Änderungen, deswegen bin ich allein. Aber anbieten erstmal gar nichts. Okay. Er ist übrigens allein. Also, okay, aber einen Stuhl kann ich dir anbieten und du nimmst ihn an. Das macht mich sonst wahnsinnig, weil ich weiß, dass du sowieso schon so viel wackelst und so überhaupt, weißt du, was ich meine. Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt auf sehr dünnes Eis begebe, aber was hast du mit den Fleischern zu schaffen? Einem Elektronenmikroskop fiel es schwer, die Dünne des Eises zu ermessen, auf die du dich gerade begibst. Jetzt habe ich den Spruch versaut, das müsste heißen Ts, aber das ist egal. Jojo? Sie guckt ihn an. In diesem ganzen Dilemma, was sich hier bietet, hast du eine relativ fragile Rolle. Ich weiß nicht, was du denkst, warum noch kein Fleischer vor deiner Tür stand. Du kannst dir aber gewiss sein, dass ich mich durchaus eingemischt habe. Also, ist das, was du hier machst, im Wesentlichen ein Dolchstoß? Und das ist dir klar. Nein, das, was ich hier mache, ist eigentlich nur eine Situation aufklären, die sich mir als sehr eigenartig geboten hat. Und ich wollte dich nur direkt auf ansprechen, ehe irgendwie irgendwas bla. Ich fand das eigentlich die beste der Lösungen, anstatt gar nichts zu sagen und nur komisch zu werden und irgendwie die ganze Situation ziemlich beschissen werden zu lassen. In den Rücken. Die Situation ist hiermit geklärt. Was ich mit irgendwelchen Leuten mache, außerhalb deines Wissensbereiches, und das bleibt auch so, und das ist auch gut so. Es geht dich auch, um genau zu sein, erst dann was an, wenn ich entscheide oder jemand anderes entscheidet, der von Relevanz ist, dass es dich was angeht. Bis dahin ist das egal. Aber du kannst dir, wie gesagt, sicher sein, dass es dir nicht zum Nachteil gereicht. Sagt er die Wahrheit? Naja, kennst ihn ganz gut, ne? Ja. Ah, Menschen kennt das. Möchte meine Menschenkenntnis ätschen. Du möchtest sie ätschen, dann los. Ja. Was ist dein geistiges Limit? Mein 6. soziales? Ist geätscht, Eben, Ach, ist ist eh geätscht, geätscht. ist geätscht, ist geätscht, ist geätscht, ist geätscht. Und du hast Danke, eh 6. Malachim. Malachim. Hasse dich, Junge, ich hasse dich. Okay, 6 Erfolge. Awesome. Er ist enorm wütend und er scheint in der Tat verletzt, was eine Lüge nicht irgendwie, ne? Du weißt, was ich meine. Nee. Wenn du ganze Sätze benutzen würdest, würde mir das helfen. Nicht Ich finde das gespielt. nicht angemessen, ganze Sätze zu benutzen. Er ist wütend, weil er das wirklich als bösartige Anschuldigung nach allem, was ich für dich gesagt habe, empfindet. Und keine gespielte Wut wie, oh nein, jetzt muss ich dir glauben machen, dass ich dir wirklich nicht verarsche. Junge, 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 da muss ich mich ja anstrengen und das zum frühen Morgen. Er empfindet das wirklich als Dolchstoß, was du da tust. Nicht als gerechtfertigten Dolchstoß. Dabei hat sie ihn sogar extra offen drauf angesprochen, auf ihr Gefallen, echt in die Scheiße zu geraten. Wenn es ein Das hat Durchstoß sie auch gewesen hiermit wäre. geschafft.
was in die Scheiße zu geraten ist, dachte ich mir schon fast. Wie wär's mit sagen, es tut mir leid? Ja, ich überlege gerade, sie guckt halt eine Weile. Okay, pass auf. Ja, selbstverständlich geht es mich nichts an. Und dir irgendwas zu unterstellen, war nicht meine Absicht, deswegen habe ich dich so offen drauf angesprochen. Dann war das alles nur ein Missverständnis. Klang so, als würdest du mich irgendwie beschuldigen. Nein. Okay. Gut. Pass auf. Diese Sache ist hiermit abgeschlossen. Du hast vorhin gesagt, Lady Foxy sei in irgendeine andere Sache involviert gewesen, mit der ich mich jetzt lieber beschäftigen würde. Und ich nehme auch an, dass es möglich sein wird, sie jetzt noch zu kontaktieren und du kannst. Klar. Gut, ich habe auf jeden Fall noch 2 Stunden Zeit, also. Okay. Jojo, schreib mir eine Nachricht. Wieso? Ist alles okay? Kommst du hoch? Billy ist doch auf dem Comlink mit drauf. Die kriegt doch Ach alles ja, live stimmt, mit. alles klar. Billy kommt dann jetzt hoch. Mit den Datenschips Ja, vermutlich. du hast mir gegeben. Ja. Ich hab die dabei. Einen wunderschönen guten Morgen auch dir, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Bei Lady Foxy ist es dann angemessen zu siezen oder zu duzen? Wie immer können wir gerne beim Du bleiben. Hallo, einen Hallo, ebenfalls schönen guten Morgen. kann ich dir etwas anbieten? Frischen Bohnenkaffee? Frischen Bohnenkaffee. Oder einfach nur einen netten Kaffee? Ich muss sagen, dieser Sessel bietet einiges an Komfort. Wenn du da drüben auf diesen Knopf, mein Wi-Fi ist kaputt, auf diesen Knopf drückst, wird er selbst gemahlen, frisch aus Bohnen. Ich glaub's ja nicht. Wunderbar, das ist so nett, danke. Ich Dein mach bitte Wi-Fi ist gleich kaputt? 3 Tassen. Na, nur von dem Gerät. Ach so, okay. Signal quasi. Ja klar. Weiß auch nicht. Mach ich. Billy Soll ich mir kocht das mal beim Kochen. angucken? Nein, danke. Ich hab noch Garantie. Na gut. Okay. Gut. Um überhaupt mal zum Grund unseres Hierseins zu kommen. Wir sind auf etwas gestoßen, von dem wir uns ziemlich sicher sind, als wir uns das mal grob angeguckt haben, dass du da ein sehr starkes Interesse dran haben wirst. Und dann waren wir uns ziemlich sicher, dass du das gerne zeitnah haben möchtest. Sie gibt ihm mal die Datenchips, beziehungsweise auch den, der so am, ne, so die verfänglicheren. So viel Text und so wenig Bilder hat mich früher schon immer gestört. Könnt ihr kurz zusammenfassen vielleicht? Das wäre hilfreich. Darauf sind Daten über dich und über ein paar Polizeiermittlungen. Sag's doch einfach so. Wir haben sind es Polizeiermittlungen. Polizeiermittlungen? Okay, gut, dann sind es Polizeiermittlungen. Auf jeden Fall sind Daten drauf über dich und auch über Leute, mit denen du zusammen bist. Zumindest welche, mit denen ich dich mal gesehen habe. Okay, das sind sehr viele Datenchips und das sind sehr viele Daten darauf. Ist irgendwas davon offiziell oder nur inoffiziell? Das sieht ja eher jetzt alles nicht offiziell aus. Ich habe keine Ahnung, ob das offiziell oder inoffiziell ist. Wir haben es in einem Lagerhaus gefunden. Da gibt es irgendwelche Stempel oder irgendwelchen Shit darauf? Habe ich welche gefunden oder Formulare? das? Nö, ist alles inoffiziell. Okay. Nichts, was jetzt irgendwie ersichtlich gewesen wäre. Inoffizielle Polizeiermittlung. Ich muss sagen, hatte früher schon den Wunsch, Groupies zu haben. Ich hätte mir aber andere gewünscht. Jünger vermutlich. Weiblich weiß ich ja hier natürlich nicht. Weiblich wäre schön gewesen. Mit vielleicht wenig Bekleidung. Das ist sehr schade. Trotzdem nützlich. Oh ja. Deswegen dachten wir, es lohnt sich, dich an einem Freitagmorgen schon zu besuchen. Ich bin Frühaufsteher, wenn irgendwas ist. Ich bin auch gern früh zu haben. Erste Sachen zuerst. Mann, ich sollte nicht so viele englische Serien kommen. Da kommen so ganz komische Satzkonstruktionen raus. Als ich das letzte Mal sagte, ich glaube, da ging es um den Erwerb von Sins. Lady Foxy, du sollst bitte mit Jojo kommen. Das ist jetzt hiermit hinfällig. Bist auch jetzt immer willkommen. Och, danke schön. Das ist nämlich wirklich sehr interessant. Okay. Je nachdem, wie sich das jetzt hier herausstellt, könnte es sein, dass ich vielleicht eure Hilfe benötige. Wenn ich sage, meine ich alles, was an mir dran hängt. Ich würde mich aber entsprechend nochmal melden und das ist, ja, dass das wäre dann
Das wäre vermutlich kein Gefallen, den ihr mir tätet, sondern wir würden das dann vielleicht eher mit einem Geldtransfer begleiten und so weiter. Aber das muss ich alles noch rausstellen. Aber ich habe da schon was im Kopf, wenn ich richtig liege hier. Aber das ist später. Jetzt mal ganz im Ernst. Er zeigt ein Bild in der Eier. Wenn man, also ich meine, ich habe viele Schokoladenseiten. Das ist nun gerade keine. Ich meine, aber auch beim Essen finde ich wirklich unhöflich. Man hätte ruhig warten können, bis ich mir gerade keine Gabel in den Mund schiebe. Vielleicht eine Sekunde später, dann, okay, dann vielleicht Mund abtupfen oder so. Aber trotzdem, ich finde, da hätte es bessere Bilder gegeben. Ich habe kein Klobild von dir gefunden, also solltest du doch eigentlich glücklich darüber sein, oder? Das wäre die Höhe gewesen. Die schrecken ja von nichts zurück, Jojo bekanntlich. schmunzelt ein bisschen. Also wenn ich das richtig sehe, Lady Foxy, du hast dich eher mit diesen Daten auseinandergesetzt. Sind da Bilder drauf, die darauf hindeuten, dass was in der Wohnung gemacht wurde? Das musst du mir beantworten. Hatte ich sowas gefunden? Ah, habe ich vorhin nicht gesagt? Nein. Nee, in deiner Wohnung nichts. Gut, gut, gut. Nichts, was ich gesehen hätte. Ach ja, genau. Wo habt ihr das her? Wie heißt die Firma nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Elektro-Shit. Fletcher Drone Ja, Industries? Nee. Technology. Fletcher Fletcher Tech. Genau, Fletcher Tech war es. In einem Lagerhaus District. im District, genau. Da sind noch ein paar Spinde zu, wobei die das jetzt vermutlich ausräumen werden. Binde in einem Lagerhaus. Ja. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr euch nicht bei Fletcher um eine Stelle beworben habt Och. und dann zufällig auf diese Daten gestoßen seid. Nein. Da gehst du richtig von aus. Ich meine, ich schäme mich da ein bisschen für, weil ich damit jetzt wieder ein altes Rollenmuster breche, dass Frauen nicht in Lagerhäusern arbeiten können, aber darum geht es erstmal jetzt vielleicht gar nicht. Worum es mir eigentlich geht, ist, wie viel Krawall habt ihr gemacht, um dort bei der Akquirierung? Naja, also ich sag mal, dass da was gelaufen ist, werden die wissen. Aber es ist jetzt nicht in die Luft gegangen oder sonst irgendwas, falls du das meinst. Eigentlich sehr wenig Krawall. Mal ganz ehrlich, Jojo. Man muss jetzt mal noch abwarten, ob da irgendwas nachkommt, aber nach meiner Auffassung waren wir sehr, sehr leise. Da waren Naja, keine. sie werden, nein, aber sie werden Einbruch merken, weil einfach die Sachen weg Ja, sind natürlich. und sonst nichts. Habt ihr ausgedehnte Studien über das Lagerhaus und seine Mitarbeiter? Ja. Ja. Ich würde die gerne erwerben. Okay. Ungesehen 2K. Wir haben eine komplette Datenbank über die gesamte Firma, deren Lagerbestände, deren Mitarbeiter, alles. Sind da die Spinde mit dabei? Nein, die sind nicht registriert gewesen. Richtig. Von denen, Moment, haben wir von denen, haben wir nicht Bilder von denen? Ja, du. OT. Feed, habt ihr das aufgenommen? Ich Wahrscheinlich hab's nicht nicht. explizit gesagt, um ehrlich zu sein. Und ich Naja, habe es die war, Spinne nicht also, aufge. könnte das nicht noch irgendwo im Zwischenspeicher hängen oder so? Das mal mit dem Edgewurf. Ich? Ja, Auf du meine bist ja 3 Edge? Technomancer. Also könnte das nicht noch irgendwo auf Julius Zwischenspeicher hängen? Könnte ich mir fast vorstellen. Zwei Erfolge. Selbst wenn es Erst. Dus der es rausholen kann. Lass mich mal eben kurz. Ja, ist auf Jojos Zwischenspeicher, kann Billy wieder dingsen. Ist im Cache drin. Wir haben's. Okay, aber die waren nicht verzeichnet. Gut. Du hast gesagt, wie viele Spinde sind da noch zu? Warte, wie viel hat sie denn jetzt geöffnet? Sechs Insgesamt hattest du sechs hat sie aufgemacht? geöffnet, ne? Ich glaube auch. Zehn. Zehn sind noch zu. Okay, und wann wart ihr da? Gestern Nacht. Heute Morgen Ja, eigentlich. also vor ein paar Stunden quasi. Ich meine, theoretisch habe ich da noch was installiert, was noch ein bisschen was lahmlegen könnte an Infrastruktur da, wenn das was nützt, aber also Strom aus und bla und so weiter. Seid ihr noch am Erwerb von Sins interessiert? Das ist der zweite Grund gewesen, weshalb wir hier waren. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn wir uns diesbezüglich nochmal hier treffen könnten. Und zwar in 3 Tagen. Ich würde mich jetzt umgehend gern um etwas anderes kümmern und würde dann sowohl die Daten, die er mir jetzt gegeben hat, als auch
gern die Daten, alle, die ihr habt über das Lagerhaus und die Mitarbeiter mit einfließen lassen. Quasi in die, nennen wir es, in die Kosten, die das vielleicht euch verursacht wurde, das hinzuerwärmen. Okay. Klar. Pass auf. Sie ruft gerade nochmal diesen Plan auf, den sie hat. Irgendwie zumindest Teile davon, wobei er kriegt das ja sowieso. Von dem Kanalisationssystem da. Da. Kanalisationssystem. Nee, danke, nee, danke, nee, danke. Ich habe was ganz anderes im Kopf. Okay. Wie gesagt, es gibt da noch ein paar Bereiche, auch bei diesem Lagerhaus selbst, wo die Stromversorgung gehabt werden kann, falls du brauchst. Wenn ja, wenn du es willst, gebe ich den Code. Nein, danke. Gut. Was noch sehr wichtig wäre, wie viele Leute sind dort? Ich will das jetzt nicht schnell lesen. Da waren immer Gerade jetzt. drei, waren ja insgesamt immer, ne? Beziehungsweise Moment. zwei, wobei ja die Makarov weg ist. Momentan, die Orlowski ist garantiert ausgenockt, sowie die andere ist ebenfalls wahrscheinlich momentan im Lagerhaus liegend und schlafend wegen der Makarov. Immer Und noch? ich. Vermutlich nicht. Also, Naja. es sind normalerweise sind drei Mitarbeiter da. Ein Troll, der oft für die, der so ein bisschen diesen ganzen Sicherheitsbereich mit abdeckt, wobei die nicht wirklich gut ausgebildet sind im Regelfall. Und zwei andere Mitarbeiter, die irgendwie auch in der Produktionsanlage was machen, stellenweise. Allerdings ist es so, dass wir einen Deal mit der eigentlichen, also mit der Trollin hatten, die heute eigentlich da gewesen ist, die ist jetzt auch weg. Die hat die beiden anderen ausgenockt. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile Vertretung für da ist, ob die da jetzt vielleicht mit zu viert sein könnten, wegen, keine Ahnung, Wann wurden Theater, was da die war. ausgenockt und wie? Per Faust, beziehungsweise Trollfaust. Trollfaust, ja, beziehungsweise mit einer Klotür, wobei die zwei sowieso schon Stress miteinander hatten. Das muss man jetzt dazu sagen. Muss so zwischen 3 und 4 Uhr morgens gewesen sein. Ich glaube, es ist ziemlich genau um 3:15. So sind die höchstwahrscheinlich wach und es werden auf jeden Fall noch andere Menschen da sein. Okay. Die Frage ist, ob die den Einbruch mittlerweile mitgekriegt haben oder ob die einfach nur denken, dass die Makarov Amok gelaufen ist da drüben, wegen der, wie heißt sie denn gleich wieder? Orlowski. Weil die beiden, Das, ja. guck mal bitte meinen Namen im TS an. Ups. Ach, Bescheid, ja, okay. Moment, ja. Da war ein Hacking wohl auch Okay, also und der ist da auf Boss jeden Fall weiß jetzt was. Bescheid. Naja. Ja. Okay. Wäre zu Ich vermuten. lass meinen Besuch sehr ungern hier im Regen stehen. Das muss ich jetzt aber trotzdem tun. Ich würde in diesen sehr hübschen Nebenraum gehen, einige Gespräche führen. Was ich möchte, ist, dass ihr all eure Maße plus Augenfarbe plus Haarfarbe, all solche Sachen mir auf einem Datenchip aufschreibt, mir hier liegen lasst. Hier, er nimmt ein Gerät in die Hand, ist ein Fingerabdruckscanner. Je nachdem, wie gut die SIN ist, sein soll, die ihr haben wollt, brauche ich auch einen Fingerabdruck. Den müsstet ihr quasi hier mal kurz einspeichern. Gut. So, der übliche Magiekram fällt weg, den brauche ich nicht. Der übliche Dinge. N nee, tut er nicht. Was? Der fällt nicht weg. Kannst du das bitte präzisieren? Na, sagen wir, in letzter Zeit sind ziemlich komische Dinge abgegangen und ich fürchte, dass irgendwie da nochmal was auf mich zugekommen ist, womit ich nicht mehr gerechnet habe. Okay, also registrierter Erwachter. Das macht die Dinge kompliziert, aber das ist nicht so schlimm. Gut, das schreibst du bitte mit auf. Sollten wir da besser zwei draus machen? Sind? Ja, Ich zwei brauche registrierte theoretisch. Erwachte. Hä? Na, letztes Mal haben wir uns drüber unterhalten. Oti, ich bin gerade verwirrt. Na, registrierter Technomancer? Ach so. Besser nicht. Mir ist das Wurst, das muss Billy wissen. Schaden tut's ja nix. Also, ingame? Wir sprechen ja hier familiär miteinander, ne? Also sprich, das bleibt alles, was hier ist, unter uns, richtig, Fedor? Ich muss dich da, nein, nicht familiär, aber geschäftlich, und das ist sehr viel Gesch wert. ja. Sehr, sehr viel wert. Diskretion ist alles, wovon wir leben, nicht wahr? Okay, dann, wenn das ja eine gute SIN, gehe ich davon aus, die ich für mein Leben benutzen will, dann wäre es toll, wenn da ein registrierter Technomancer drin stehen würde. Er hebt die Augenbrauen. Oh. Ja, ich verstehe. Ja, das wäre ganz
Das ist überhaupt kein Problem. Schreibt mir das bitte beide mit auf. Für irgendwelche Lizenzen, Jagdlizenzen oder dergleichen, die ihr noch haben wollt, schreibt bitte da einfach das mit dazu. Körpermaße habe ich, das habe ich. Genetik wird nicht so gut, das sind's wollt ihr sicherlich nicht. Okay. Präferierte Arbeit. Es ist immer gut, bei besseren Lizenzen eine Arbeitsstelle zu haben. Die Art und oder, falls ihr das wollt, eventuell auch der Konzern, allerdings nur arg oder kleinere Konzerne, müsst ihr auch bitte notieren. Das müsste alles sein. Gut, wenn nicht, können wir das auch in 3 Tagen noch machen. Aber das wäre schon mal sehr hilfreich, wenn ihr mir das hinterlassen würdet. Ich würde jetzt ein paar Gespräche führen. Alles Okay. klar. Sonst, hier in dieser Schachtel befinden sich ausgezeichnete Zigarren. Das ist mein Spirituosenregal. Bedient euch. Danke. Ihr geht in einen anderen Raum. Jojo notiert erstmal alles, was notiert werden muss, plus die Tatsache, dass sie 2 Sins braucht, nicht nur eine. Tito? Ja, wir brauchen eine zum Rumficken mit und eine, die wir fürs tägliche Leben benutzen können, ohne dass wir gefickt werden, ne? Naja, eine, ich sag mal so, Jojo braucht eine etwas bessere und eine schlechtere. Die Nein, so wie schlechtere. Düst das gerade gesagt hat, klingt das wie bei der schlechteren Sinn präferierter Wunsch Begleitservice, Escort. Nee, die schlechtere Genau. Sinn wäre eigentlich die, die Jojo für ihr tägliches Leben benutzen würde, weil das ist nämlich die, mit der sie dann vermutlich weniger unterwegs sein wird, weil die nicht so gut ist. Das heißt, die in den Gebieten, wo sie lebt, da ist das dann egal. Da kann sie die schlechtere nehmen. Da reicht die. Und wenn Er die streckt nicht. nochmal. Entschuldigung. Entschuldigung. Er streckt Ja? nochmal den Kopf durch die Tür. Das hatte ich vergessen. Rechte und nur rechte Schreibtischschublade befände sich, falls ich euch nicht genau daran erinnern könnt, wie groß ihr seid, auch noch ein wenig Marihuana und Drehzeug. Ja, jetzt muss ich. Sau gut. Kein Deep Sea Weed. Ich krieg ja nie Deep Sea Weed. Ich krieg ja nie, was ich will. Warum willst du Deep Weed? Deep Weed ist so cool. Aber du kannst nicht astral gucken damit. Nö, macht doch nichts. Es klingt einfach nur so toll. Vielleicht ist ja welches da. Kannst immer Nee, nachgucken. ich werde nicht in seinem Schrank anfangen zu kramen. Sicherlich Kostet, glaube ich, nicht. auch bloß irgendwie 500 oder 1000 pro Dosis. Also, das lässt er gerne So mal von teuer seinem das Besuch Zeug. aufbrauchen. Ja, ne? Dachte ich doch. Guten Freunden gibt mir doch einen Deep Sea Weed. Oder auch zwei oder drei. Richtig. Schön. Ihr notiert Ja. Sachen. Jojo wird bestimmt bei ihrer Größe hemmungslos bescheißen. Nee, ich glaube, sie wird da relativ ehrlich sein, weil man ihr einfach 1,60 Meter nicht abnimmt. Dachte so 1,55. Doch, das steht in meiner Sinn. So bin ich so groß. Nee, die hat eigentlich kein Problem mit ihrer Größe. Aber nur, weil es Zwerge gibt. Richtig, aber es gibt sie. Und sie hat sich daran gewöhnt, überall die Kleinste zu sein, außer den Zwergen. Und immer nach der ID gefragt zu werden, wenn sie irgendwo rein muss, wo man Richtig. ab 18 ist. Wie lange wurde es denn schon nicht mehr gefragt mittlerweile? Eigentlich ist schon ein paar Wochen, aber eigentlich nur, weil ich immer Kohle gezahlt habe, weil ich ja sowieso keine ID habe. Hm. Dann war es denen auch egal. Stimmt. Hamas? Eine Frage habe ich noch. Ja, bitte. Könnt ihr euch daran erinnern, wie groß ihr seid, ja? Ja. Davon gehe ich aus, ja. Das heißt, ihr werdet sein Angebot nicht wahrnehmen. Richtig. Okay. Ach komm, lass uns doch eben noch Nee, messen. also ich meine, Jojo weiß auch, dass es bei ihm kein Problem ist. Ja, aber die ist gerade nicht so auf Chilling. Ja. Gut. Ja, ihr notiert das. Und er wird auf jeden Fall länger brauchen als ihr. Gut. Bäm, um es mit den Worten unserer berühmten Flummi zu sagen. So geht die Episode 3 also zu Ende. Der Run ist gelaufen und es gab nochmal so einen netten kleinen Twist am Ende von unserem sehr verehrten Spielleiter. Hat er schön gemacht. Vor allem, weil die beiden Damen ganz schön dumm gefickt wurden im Prinzip. Also mit der Worry anlegen, ich weiß ja nicht, also Billy ist das nicht so Worry, was ist denn Worry? Also bitte, die gibt's doch gar nicht mehr richtig. Aber für Flumse, beziehungsweise ihre Jojo, ist das ja wohl ein ganz anderes Thema. Jo,
Damit haben wir schon die dritte Session rausgehauen und irgendwas fast schon an die 100 Stunden an Bullshit erstellt. Also, naja, 100 Stunden nicht ganz. Ich meine, die beiden Folgen, die jetzt quasi gerade erst rausgekommen sind, die Abschlussepisoden beziehungsweise die Abschlusssessions der Episode 3, komplettieren die 100 nicht ganz, auch zusammen mit den Prequels. Aber ich glaube, wenn man so mal zusammenfassen würde, was wir noch an Outtakes haben, kommen wir ganz sicher auf die 100 Stunden. Die werden auch irgendwann mal noch rausgehauen werden, die Outtakes jedenfalls von den einzelnen Sessions werde ich mal Outtakes machen und Burpees und sowas. Nee, Burpees ist eine, sorry, Burpees ist immer im Training und ich glaube Bloopers heißt es auf Englisch. Sind immer ganz lustig, aber manchmal auch sehr extrem. Ich verweise auch an der Stelle wie immer darauf, dass ihr lieben Leute euch doch nicht so viel das zu Herzen nehmt, was wir so von uns geben, weil es teilweise schon sehr extrem ist und eigentlich, ich glaube in den meisten Fällen nicht ernst gemeint ist. Ich hoffe es doch zumindest. Also bei mir ist es eigentlich nur, keine Ahnung, krasse Sprüche, sag ich mal, ne? So halt à la Assi-Toni. Bei den anderen denke ich das auch so, ne? Aber manchmal sagen wir dann doch ein bisschen zu viel, eventuell. Jo, nichtsdestotrotz, danke wie immer fürs Zuhören. Hat euch hoffentlich auch Spaß gemacht, wie es zu Ende geht. Wir werden mit der Episode 4 jetzt anfangen. Ich habe ja schon gesagt, dass wir so ein bisschen Sachen in Planung haben, so ein bisschen Ideen haben. Vor allem, wenn ich im Ende August in Urlaub gehe für 2 Wochen, dann werden die beiden spezielle Jojo-Sessions anfertigen. Die werden dann wahrscheinlich erst, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, erscheinen, weil Trolli mit seinem Computer immer ein bisschen Probleme hat beim Rendern vom Film und so. Deswegen werden wir jetzt einiges an Content erstellen müssen und wahrscheinlich nur noch eine Folge pro Woche raus. Hauen. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, soll nicht an der nicht vorhandenen Qualität dann scheitern, sondern eher daran, dass wir die Vacation Period hier überbrücken müssen, speziell meine. Jo, das heißt, wir kommen zum Abschluss auch meines Geschwafels jetzt hier. Ich bin beim nächsten Mal wieder stellvertretend dann mit Flummi und Trolli zusammen wahrscheinlich am Intro und Outro einsprechen. Also müsst ihr nur mich alleine nicht ertragen. Also kommen jetzt hier wie immer an dieser Stelle die Informationen bezüglich Licensing, sprich Common Creatives Attribution 3.0. Heißt also, ihr dürft euch gerne Stücke aus unserem Podcast ausschneiden, dürft die gerne wiederverwenden, dürft die in eure eigenen Sachen einbauen, wie bescheuert andere Leute das gibt, ja, könnt ihr dann darauf verweisen oder auch eventuell irgendwelche geisteskranken Studien anstellen mit geisteskrankem Material. Aber wenn ihr das tut, dann müsst ihr leider ein Label anheften. Das gehört sich einfach so. Und auch den Content, den wir benutzen von den Kremlkrauts, Ivan Ivanovic und den Kremlkrauts, die laufen auch unter der Common Creative Attribution 3.0. Und da das so ist, dürfen wir die Musik verwenden, heften aber hiermit dann das Label an. Und das müsst dann auch ihr so tun, solltet ihr Stücke von ihnen verwenden. Gut, Topps Incorporated, die Firma in den Vereinigten Staaten von Amerika, die eigentlich Baseballkarten hauptsächlich herstellt und damit wirbt, die haben die Rechte an Shadowrun, jedenfalls dem Pen and Paper Game Shadowrun. Pegasus vertritt die Rechte im deutschsprachigen Raum, also nicht nur Deutschland, für unsere Freunde aus Österreich natürlich und der Schweiz, die auch teilweise Deutsch sprechen. Ne, die müssen wir auch ganz klar sagen, das müsste dort auch der Pegasus Verlag sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Deswegen sei hier an der Stelle ein Gruß in die Schweiz und nach Österreich geschickt an ebenfalls Deutschsprachige. Und ganz zum Schluss grüßen wir, also in dem Fall eigentlich nur ich, aber im stellvertretenden Namen für meine beiden Kontrahenten, hätte ich beinahe gesagt, sondern eher meine beiden Kollegen Flummi und Trolli, wünschen wir euch alles Liebe und alles Gute. Freuen uns immer, dass ihr fleißig bei uns irgendwie reinhört. Wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, 39 Subscriber auf dem Channel. Es ist ein klasse Ding für uns. Nicht mal ein Jahr ist rum und wir haben schon 40 Leute, fast 40 Leute, die sich tatsächlich für den Kram, den wir hier so veranstalten, interessieren. Uns macht es einen Haufen Spaß und ich hoffe doch, dass in der Zukunft mehr Leute auf WordPress vorbeischauen würden oder eventuell auf der Facebook-Seite, um uns mal ein Hallo dazulassen oder halt einfach was zu schreiben, dass wir scheiße sind oder dass wir tolle Sachen machen, dass wir zu extrem sind oder irgendwelche Ideen mit uns austauschen. Das wäre ganz toll. Ich möchte auch nochmal gerade darauf hinweisen, dass die Männer und Mädels vom Hidden Grid mal wieder sehr aktiv waren. Ich habe es etwas schleifen lassen, die vergangenen Monate. Ich habe eigentlich gedacht, die haben gar nichts gemacht in diesem Jahr, aber irgendwie hauen die doch noch Episoden raus, ziemlich viel sogar. Ich kann es euch nur ans Herz legen, da startet jetzt gerade wieder eine neue Session. Brother Django hatte da noch, wie gesagt, so einen Einzelrun gebracht.
Ist sehr interessant, ich höre es mir momentan gerade an. Also ich kann nur darauf verweisen, www.hiddengrid.com. Justin und die Crew machen echt eine klasse Arbeit und ich kann nur echt den allen ans Herz legen, irgendwie, wenn es euch darum geht, so größere Gruppen zu runnen, sprechen zwar Englisch, aber nichtsdestotrotz wirklich sehr hörenswert, ist auch gut verständlich, ist nicht so kompliziert, jedenfalls, naja, jedenfalls für mich. Man kann sehr viel mitnehmen, was die so erzählen bezüglich Regeln und so weiter. Die spielen ja auch Episode, hätte ich beinahe gesagt. Die fünfte Edition mittlerweile von Shadowrun, so wie wir auch. Und da wir unsere Regeln so ein bisschen abändern, kann es manchmal vielleicht ein bisschen merkwürdig sein für den einen oder anderen Zuhörer. Jo. Das war's eigentlich von mir. Und ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Der Düss von den White Russians. Tschüss.